Anke Engelke, eine der beliebtesten TV-Comedians in Deutschland, ist erklärter Fan des Psalms vom guten Hirten. Schon als Schülerin habe sie sich geborgen gefühlt, wenn sie mit dem Schulchor »Der Herr ist mein Hirte« gesungen habe. Sie sagt, in Sicherheit sein, Zuversicht hätte sie damals falsch buchstabiert, aber das sei das Gefühl, das ihr der Text vermittelt habe. Heute singt sie den Psalm, der ihr Sicherheit vermittelt, nicht mehr im Schulchor. Heute singt sie ihn, sagte sie, wenn sie mit dem Rad durch Köln fährt. 2019 war jeder Siebte, der im Straßenverkehr ums Leben kam, mit dem Fahrrad unterwegs. Insgesamt starben im vergangenen Jahr 445 Radfahrer. Und noch zwei Zahlen. Im Vergleich zu 2010 stieg die Zahl der getöteten Radfahrer um 16,8%. Die Zahl der Verkehrstoten im selben Zeitraum aber sank um 16,5%. Da hilft kein Singen, meine Damen und Herren. Radfahren muss sicherer werden für alle, sagen wir von 8 Jahren bis zu 88. Immerhin, die Bundesregierung hat sich mit ihrem Klimapaket vorgenommen, den Radanteil am Gesamtverkehr deutlich zu steigern und gibt dazu richtig Geld. 900 Millionen Euro zusätzlich und damit dreimal mehr als zuvor. Was ist da jetzt genau zu tun und von wem lässt sich eigentlich schon was lernen? Darüber reden wir jetzt hier in der Vertretung des Landes Niedersachsen in Berlin mit dem gebührenden Abstand und mit Ihnen dort vor den Bildschirmen. Die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet. In ein paar Tagen lässt sie sich auch noch mal im ADFC-YouTube-Channel anschauen. Radnetz 21, Qualitätsradwege für Deutschland. Schön, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Hanna Gersmann, ich bin Journalistin hier in Berlin und begleite Sie durch diesen parlamentarischen Abend. Und wir legen los, aber erst einmal würden wir gerne wissen, wer eigentlich so dabei ist und mit uns diskutiert, drinnen und draußen an den Bildschirmen. Dafür haben wir das Mentimeter. Das kennen Sie vielleicht schon, aber zur Sicherheit erkläre ich das nochmal. Entweder Sie nehmen jetzt alle Ihr Smartphone zur Hand oder, wenn Sie vor dem Bildschirm sind, öffnen Sie einen weiteren Browser. Und dann geben Sie in jedem Fall im Internet menti.com ein und dann ploppt dieses Feld auf. Den Code sehen Sie, 4316446 müssen Sie dann dort eingeben. Und dann sind Sie gefragt. Wer ist heute für welche Institution oder in welcher Eigenschaft dabei? Sind Sie Abgeordneter oder Ratbeauftragte der Kommune? Kommen Sie aus der Radbranche, haben vielleicht einen Radladen oder eine Werkstatt? Oder kommen Sie von einem Bundes- und Landesministerium? Funktioniert's? Sie waren nicht so schnell. Sie waren nicht so schnell, aber wir kriegen das hin. Vielleicht sind Sie auch beim ADFC, könnt ihr auch sein, schreiben Sie das einfach in einem Wort auf. Wir machen hier im Raum mal den Test. Klappt's? Da geht es los. Walter Solbach, Metallbau, das ist sehr interessant, das ist in der Mitte, wunderbar. Da kommen Leute vom ADFC, auch vom VCD. Aktivisten, Journalisten auch, Forscherinnen, Leute aus der Verkehrsplanung, Ramboli, der ADFC steht in der Mitte. Das ist, meine Damen und Herren, ja wirklich das Tolle an diesen digitalen Veranstaltungen, dass Leute dazukommen können, herzlich willkommen, die es sonst nicht nach Berlin führen würde, sodass man mit ganz viel mehr Leuten diskutieren kann. Das ist so ganz wunderbar. Also ich würde mal sagen, es gibt viele Verkehrsplaner aus den Kommunen. Am meisten Leute vom ADFC haben sich zugeschaltet. Es sind auch Leute zum Beispiel aus dem Niedersächsischen Ministerium für Verkehr dabei. Es sind Grüne aus München dabei. Es gibt Leute aus Stendal, sodass wir quasi von Nord nach Süd Leute haben. Es gibt Aktivisten von Changing Cities,
Praktikanten auch ganz wunderbar, das ist der Nachwuchs. Was sehe ich noch? Auf jeden Fall ist es eine bunte Mischung. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Und dann machen wir einfach gleich weiter mit dem Mentimeter. Wer sich jetzt noch zuschaltet, der Code, ich sage Ihnen nochmal, 4316446. Die Frage ist, was müsste sich jetzt als erstes, also wirklich als erstes tun? Das geht jetzt schon los, weil sich ja nicht alles auf einmal machen lässt. Sie haben das schon verstanden, wunderbar. Ich sage noch mal kurz, müssen sich als erstes Kfz-Spuren in Radspuren müssen die umgewandelt werden? Oder B, Fahrradstraßen und Fahrradzonen, ist es das, was man braucht? Oder C, verkehrsberuhigte Quartiere und weniger Durchgangsverkehr? Oder D, moderne separate Radwege? Und E, das sind Radschnellverbindungen für Pendlerströme. Und da ergibt sich ein sehr, sehr klares Bild. Moderne, separate Radwege, das sagen 43%, das ist das, was man jetzt als erstes angehen muss. Womit man sich ein bisschen mehr Zeit lassen kann, das sind die Radschnellverbindungen für Pendlerströme. Kfz-Spuren in Radfahrspuren umwandeln, sagen 26%. Fahrradstraßen und Fahrradzonen 12%. Und verkehrsberuhigte Quartiere, das ist gleich, sind auch noch mal 12%. Ich glaube, damit haben wir erstmal, da tut sich gerade auch nichts mehr, oder? Moderne separate Radwege sind ein bisschen zurückgegangen. Da haben wir jetzt schon mal einen ganz guten Eindruck, was jetzt in Bewegung kommen sollte. Vielen Dank. CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will Deutschland ja, so hat er das unlängst gesagt, zum Fahrradland machen. Zwar ist der Bund, wissen Sie alle, nicht zuständig selbst für den Bau von Radwegen in Städten und Gemeinden, aber fördern kann er ein Radnetz schon. Wie? Das könnte wohl keine besser sagen als die Radverkehrsbeauftragte des Bundesverkehrsministeriums. Freut mich sehr, dass sie da ist, Carola Lambeck. Wie bringt der Bund den Radverkehr voran? Wo soll es überhaupt hingehen und lässt sich das vielleicht schon irgendwo sehen? Ach so, wir haben noch eine Begrüßung. Das tut mir so leid. Moment, wir hören jetzt noch mal den ADFC-Bundesvorsitzenden, den Gastgeber sozusagen. Herzlich willkommen, Hanna, ja. Okay, jetzt sind wir wieder beim Sie, glaube ich. Wie in der Schule aufzeigen, das geht immer. Herzlich willkommen hier in der Niedersächsischen Landesvertretung. Sehr geehrte Frau Lambeck, da steht ja da wirklich drauf. Vielleicht war das das da jetzt sozusagen den Ausschlag gegeben hat, dass du hier als erstes reden solltest. Ich begrüße Sie alle, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich sehe so viele Kameras vor mir, so eine digitale Veranstaltung ist natürlich nicht immer so einfach. Ich mache meine erste sozusagen hier. Ah, da drüben, okay, es blinkt etwas. Okay, ich möchte gerne jemanden begrüßen, der aber nicht hier ist. Der kommt vermutlich im Videostream. Der Landesverkehrsminister aus Niedersachsen, Herr Althusmann, hat bei mir angekündigt. Der kommt als Videostream, der sich gerne sozusagen bei Ihnen vorstellen wollte mit seinem Engagement in Niedersachsen. Ich begrüße auch den Minister aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, der mit Sicherheit auch heute noch, so wie mir immer gesagt, der zugeschaltet wird auf online. Sie sehen, das ist eine hybride Veranstaltung. Es ist aber auch jemand da, der Senator Tjax, oder auch nicht, nein, okay, aber herzlich willkommen, Herr Senator Tjax aus Hamburg. Aber der Oberbürgermeister aus Rostock, der Herr Matzen, der soll also wirklich real gleich hier sein. Okay, herzlich willkommen, Herr Matzen, ich sehe ihn nicht, da ist ja prägnant der Herr, so, ich sehe keinen bärtigen Menschen, also... Doch, bärtige Menschen sehe ich, aber er wird gleich kommen. Insbesondere begrüße ich natürlich die Bundestagsabgeordneten, die hier vor mir sitzen. Den Herrn Gelper, fangen wir hinten links an. Den Herrn Gero Steuermann. Einige sind noch nicht da. Herr Gastel, Herr Pohls, Herr Stein. Herzlich willkommen, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier auch real zu sein. Vielleicht erwarten wir noch andere, es sind sicherlich noch einige unterwegs, weil auch Bundestagsdebatten sind oder Sitzungswoche, wie man so schön macht. Ich begrüße auch die Gäste aus den Ländern, aus den Kommunen, die zugeschaltet sind und natürlich die ganzen ADFC-Mitglieder, die jetzt fleißig hören wollen, was wir heute hier verkünden können.
Ich begrüße auch diejenigen, die aus der Fahrradbranche unterwegs sind. Die Planungsbüros, haben wir schon gesehen, dass einige Planungsbüros dabei sind. Herzlich willkommen im Online-Stream des ADFC, von den Verbänden von Verkehrsunternehmen und wie gesagt schon aus den Gliederungen des ADFC. Es ist ja sicherlich spannend, dass wir mal hier aus Berlin berichten. Meine Damen und Herren, als Bundesvorsitzender begrüße ich natürlich Sie recht herzlich zu diesem ersten digitalen parlamentarischen Abend nochmals. Und die Umsetzung der umfangreichen Radverkehrsmaßnahmen, was Frau Gerdesmann schon gesagt hat, dem ist dem Klimapakt sozusagen zu dem Klimapaket zu verantworten. In der Bundesoffensive Radverkehr hat der Bund die Mittel verdreifacht. Und die sollen demnächst durch ein Sonderprogramm sozusagen in Stadt und Land auf die Straße. Mit einer fahrradfreundlichen Straßenverkehrsordnungsnovelle in diesem Frühjahr haben wir auch schon einiges geschafft, obwohl sie, ich weiß nicht, wie die Diskussion stand noch ist, ob sie schon wieder final ist oder noch final werden könnte in diesem Jahr, aber das Zeichen, was wir gesehen haben, für mehr Radverkehr was zu tun, für den sicheren Radverkehr in unseren Straßen was zu tun, in unseren Städten, war ein deutliches aus den Ländern und aus dem Bund. Dankeschön dafür. In diesem Klimapaket, also dieses Wort muss man sich ja mal auch im Internet ansehen, was dahinter steckt, aber wir werden sicherlich ganz viel dazu heute hören, wird es ausdrücklich gesagt, es sollen sichere Radverkehrsnetze aufgebaut werden und die Umnutzung von Kfz-Streifen zu geschützten Radstreifen gemacht werden. Fahrradstraßen, über die könnte ich Ihnen jetzt einen langen, langen, langen Vortrag halten, vielleicht kommen wir noch dazu, was das bedeutet, wenn man sowas mal umsetzt in seiner Stadt, und insbesondere Kreuzungen sollen dort sicherer gemacht für den Radverkehr und insbesondere auch für den Fußverkehr, sodass also auch unsere Kinder sicher zur Schule fahren können und unsere 80-Jährigen immer noch zum Einkaufen, dass sie mobil bleiben. Also auch Abstellanlagen, die ja wichtig sind am Start und am Ziel, haben wir ein großes Defizit in Deutschland. Das haben wir alle als ADFC ganz lange gefordert. Der ADFC, wie Sie wissen, ist letztes Jahr 40 Jahre alt geworden. Wir haben das ganz groß hier in Berlin noch im November feiern können mit einer großen Veranstaltung, einem großen Symposium. Und wir haben das gefordert und wir wollen auch insbesondere damit die Verkehrswende in Deutschland beschleunigen. Nämlich da warten wir schon lange drauf. Und die Verkehrswende ist aus unserer Ansicht mit dem Fahrrad im Mittelpunkt nur zu schaffen. Immer mehr Autos geht nicht mehr in unsere Städte, also müssen wir Alternativen finden und die Verkehrswende ist keine nicht nur eine Mobilitäts- oder Antriebswende, sondern auch ganz klar eine Verkehrswende zum mehr Fahrrad hin. Damit, und das ist uns ganz wichtig, das sehen wir heute wieder, damit unser Klima in den Städten, die Hitzeinseln verschwinden, die Starkregenereignisse, ich komme aus einer Kommune, ich bin dort Ratsmitglied und ich weiß, was das bedeutet, wenn der Asphalt 60 Grad heiß ist und abends um 10 Uhr anfängt abzustrahlen und die Hitze nicht aus den Städten rausgeht. Also da müssen wir auch ganz viel dran arbeiten. Und insbesondere die Gesundheit in unseren Städten, gerade wir in dieser Zeit der sechs Monate geltenden Pandemie, ist ganz wichtig, dass wir resilienter werden in den Städten, dass so etwas nicht ständig vorkommt in den nächsten Jahren. Da müssen wir uns überlegen, wie das geht. Also die Klimaresilienz hat auch damit zu tun, dass wir also solchen Pandemien besser geschützt sind. Meine Damen und Herren, ich komme noch darauf, als wiedergewählter Kommunalpolitiker mit dem Fahrrad im Herzen, ich habe am Sonntag mein Ratsamt wiedergeholt mit dem Thema in einer sehr dominant autoführenden Stadt. Und da bin ich ganz stolz darauf, dass mir das gelungen ist, kann ich nur sagen, den Mut, den wir hier immer verkündet haben, den braucht man wirklich vor Ort. Und den Rückenwind, den wir bekommen vom Bund, von Ihnen hier aus dem Bundestag und vom BMVI, der ist uns ganz wichtig. In den Kommunen brauchen wir das. Über die Länder in die Kommunen hinein. Und lassen Sie uns bitte gemeinsam diese Fördermittel ausschöpfen. Wirklich ausschöpfen, indem wir also wirklich nicht mehr das Wort hören des Verkehrsministers, da ist ja so viel übergeblieben. Das müsste der Vergangenheit angehören, meiner Meinung nach. Und lassen Sie uns Qualität in die Städte bauen. Qualität in die Städte, Qualität zwischen den Städten, indem wir Radschnellwege und Radschnellwege und nicht diese Radautobahn, das muss eigentlich aus dem Wortschatz verschwinden, endlich bauen können. Das bedarf Anstrengungen, das weiß ich, das wird ein hartes Brot und dicke Bretter, aber wir, der ADFC, mit seinen über 460 Gliederungen und 16 Landesverbänden sind bereit, Ihnen zu helfen. Recht herzlichen Dank. Ganz
herzlichen Dank Ihnen und herzlichen Glückwunsch zu diesem Wahlerfolg. Da müssen wir gleich noch drüber reden, wie Sie das eigentlich gemacht haben. Aber erstmal hören wir jetzt, wie gerade schon angekündigt, Carola Lambeck, die Radverkehrsbeauftragte beim Bundesverkehrsministerium. Bundesoffensive Radverkehr, Rückenwind vom Bund. Bitte schön, Ihre Bühne. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich schließe mich der Begrüßung vom Uli Sieberg einfach an und führe das jetzt nicht alles nochmal aus, wer alles da ist. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ich heute hier reden darf. Die Pandemie hat den Fahrradboom befeuert. Die Fahrradgeschäfte sind leer gekauft und auf unserer Fahrradinfrastruktur spüren wir schmerzlich, wie zu klein sie eigentlich ist. Und wenn wir die Menschen, die jetzt gerade aufgrund der Pandemie leider oft auch vom ÖPNV, aber auch aus dem Auto aufs Fahrrad umgestiegen sind, auch auf dem Fahrrad halten wollen, dann müssen wir handeln, und zwar jetzt. Corona hat viel Negatives gebracht, aber zwei Sachen waren positiv, der Fahrradboom. Und das andere, was schon wieder ein bisschen eingeschlafen ist, ist das Thema Danke sagen. Ich wollte es heute noch mal ein bisschen beleben. Einfach diese Geste nochmal wieder aufnehmen und das zieht sich jetzt ein bisschen durch. Ich hoffe, das funktioniert. Mein Thema heute ist die Bundesoffensive Radverkehr. Diese Bundesoffensive gäbe es nicht ohne die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Das ist mein erster ganz großer Dank, denn das Klimapaket kommt aus dem Deutschen Bundestag, er kommt natürlich auch aus der Bundesregierung. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass der Titel heißt Bundesoffensive Radverkehr, denn in der Tat, die Bundesregierung alleine kann das nicht. Der Deutsche Bundestag hat hier eine ganz wichtige Rolle gespielt. Wir haben 900 Millionen, die Frau Gessmann hat vorhin schon gesagt, zusätzlich im Rahmen des Klimapakets für den Radverkehr bekommen. Und das größte Paket von diesen 900 Millionen, und darauf will ich mich heute auch konzentrieren in dem Beitrag, soll in die Infrastruktur vor Ort fließen. Also wirklich da, wo wir von den Radfahrenden in jeder Befragung, Fahrradklimatest, Fahrradmonitor, bei allem, was wir wissen, wo die Probleme liegen, kriegen wir immer gesagt, das ist vor Ort. Das sind die Radwege in den Kommunen, in den Landkreisen, in den Verbindungen zwischen Landkreisen zu Städten. Dort wollen wir den Radverkehr, die Radinfrastruktur verbessern. Wie die meisten von Ihnen wissen, das haben wir ja eben auch noch mal gesehen, wer heute alles dabei ist, das sollen Finanzhilfen werden. Die gehen über die Länder, dann an die Kommunen. Dazu sind wir gerade dabei, eine Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern gemeinsam zu verhandeln. Und hier ist mein zweiter Dank fällig. Ich stelle fest, dass wir mit den Ländern gemeinsam hier dem gemeinsamen Ziel wirklich wunderbar verbunden sind. Wir haben einen sehr konstruktiven Austausch. Wir kommen gut voran, diese Verwaltungsvereinbarung abzustimmen. Und wir sind in der zweiten Abstimmungsrunde und wir wollen alle zusammen möglichst schnell das Geld auf die Straße bringen, so wie es eben auch schon mal genannt wurde. Wir wollen, dass die Verbesserung vor Ort möglichst schnell angepasst werden kann. Denn das ist klar. Das Ziel des neuen Sonderprogramms Stadt und Land, das der Uli Sieberg auch schon angesprochen hat, ist nichts weiter als ein richtiger, ordentlicher Qualitätssprung bei der Radinfrastruktur vor Ort. Was heißt das konkret? Für mich ist immer so ein Wort, das ganz wichtig ist: einladend soll die Infrastruktur sein. Einfach, verständlich, schnell, komfortabel und natürlich sicher. Ich stelle mir vor, dass wenn die Planerinnen und Planer jetzt aktiv werden und einen Radweg überlegen, dass sie sich dann die Frage stellen, würde ein Vater seine 12-jährige Tochter auf diesem Radweg alleine radeln lassen? Und wenn die Antwort Nein lautet, würde ich mir sehr wünschen, dass die Planerinnen und Planer nochmal neu überlegen. Das ist im übergeordneten Sinne der Qualitätssprung, den wir gerne angehen wollen. Was heißt das? Zum einen das Thema lückenlose Radinfrastruktur. Der Herr Storck hat mich eben schon kritisiert, meine Folien wären sehr nüchtern. Das sind sie. Es ist ein bisschen schwierig, tatsächlich ein lückenloses Radverkehrsnetz ein bisschen zu bebildern. Wir sind noch auf der Suche nach besseren Bildern. Aber ich habe die von uns auch mehrfach ausgezeichnete Stadt Karlsruhe, die auch im Fahrradklimatest fahrradfreundlichste Kommune wurde in ihrer Stadtgröße,
hier mal als Beispiel genommen, die haben das gemacht. Die haben sich wirklich überlegt, wie kriegen wir ein lückenloses Radverkehrsnetz hin, und haben das geplant und haben es dann Schritt für Schritt umgesetzt. So wie man das fürs Auto ganz selbstverständlich seit Jahrzehnten macht, und da müssen wir für den Radverkehr genauso selbstverständlich hinkommen. Eben ist auch schon angesprochen worden, das Thema getrennte Führung. Moderne getrennte Radwege war, glaube ich, das, was eben auch in der Menti-Umfrage das hauptsächliche Thema war. Ich hatte für die Fahrradstraßen votiert, hier ist eine, weil sie natürlich auch Mittel sind, die man vielleicht auch ein bisschen schneller angehen kann. Das ist ein Beispiel aus Münster, das hier gerade geplant wird. Ich meine, sie sind sogar schon in der Umsetzung und in der Einfärbung jedenfalls aktiv. Hier sieht man mal, wie schön das aussehen kann. Ich fand es vor allem schön da neben dem Wasser. Aber Fahrradstraßen sind Wege, die schon vorhanden sind, wo wir schon Straßen haben, vielleicht eben das, was wir mit unserem autozentrierten Blick vielleicht das Nebennetz nennen, aber wo wir dieses Nebennetz eben für den Radverkehr auch noch besser nutzen können. Das andere Thema sind natürlich Knotenpunkte, das Thema Kreuzungen. Dies hier ist ein Modellprojekt, das ganz besonders spannend ist, weil es hier der erste sogenannte Wender gebaut wird. Das ist eine doppelte Wendefahrbahn, die das Linksabbiegen aus beiden Fahrtrichtungen ohne Beeinträchtigung des gerade ausfahrenden Verkehrs ermöglicht. Das verhindert lange Wartezeiten, vor allem für den Rad- und Fußverkehr, aber ist es eben auch sicherer. Solche Modellprojekte haben wir auch im Rahmen des Klimapakets jetzt in der Möglichkeit, sie zu fördern. Wir können aber auch sichere Kreuzungen im Rahmen des Sonderprogramms Stadt und Land natürlich fördern. Aber es gilt eben auch, Dinge mal auszuprobieren. Diese Möglichkeit gibt die StVO, und das sollten wir auch tun, und da können wir mit dem Sonderprogramm auch ran. Als letztes ist es das Thema Träumen. Ich freue mich noch auf Herrn Matzen nachher, sage auch schon mal Hallo, denn das ist ein Projekt aus Rostock. Wir wollen hoffen sehr, dass es gemeinsam klappt. Wir warten noch auf eine Entscheidung aus Rostock tatsächlich, dass wir hier gemeinsam loslegen können, und hoffen sehr, dass das gelingt, eine Brücke, eine Rad- und Fußverkehrsbrücke über die Warnow zu bauen. Denn ich bin es wirklich persönlich total leid, wenn es um richtig schöne Radverkehrsprojekte in der Infrastruktur geht, irgendwelche Bilder aus Kopenhagen oder aus den Niederlanden zeigen zu sollen oder zu müssen. Und wie Sie merken, ist es mir auch geglückt, das heute hier schon nicht mehr zu tun. Ich danke deswegen auch hier, das Thema zieht sich noch ein bisschen durch, den Kommunen, die sich schon intensiv auf den Weg gemacht haben und eben auch diese Projekte schon in der Schublade haben, die jetzt schon mit hinein starten können, bei denen wir jetzt auch schon auf Dinge zugreifen können, die wir jetzt schon zeigen können. Der Bund, also die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag, wollen die Kommunen dabei unterstützen, und wir wollen die Kommunen, die noch am Anfang stehen, sich ermutigen, sich auf den Weg zu machen. Finanzielle Hilfe gibt es vom Bund, aber wenn ich mir auch zum Beispiel angucke, weil Herr Wüst noch ein Statement abgibt, wie sich auch NRW auf den Weg gemacht hat, auch die Kommunen zu unterstützen und selber Dinge voranzutreiben. Das sind gute Beispiele auch aus den Ländern. Die Länder sind schon sehr breit auf dem Weg, manche könnten noch ein bisschen mehr auf dem Weg sein. Hier finden die Kommunen auch viel Rückenwind von den Ländern. Besonders wichtig ist dabei natürlich, dass auch die personellen Kapazitäten gesteigert werden. Der Bund, die Bundesregierung hat das auch getan, und viele Länder sind da eben auch gut auf dem Weg. Nordrhein-Westfalen ist auch dafür ein sehr gutes Beispiel. Das gemeinsame Ziel, das ich hier bei allem spüre, auch bei der Abstimmung der Verwaltungsvereinbarung, ist, wir wollen mehr Menschen aus dem Auto heraus und aufs Fahrrad bringen für immer mehr Wege. Das treibt uns um. Dafür ist eine Infrastruktur wichtig, auf der sich die Menschen, die heute noch nicht Fahrrad fahren, also auch die, dann sicher fühlen beim Radfahren. Das betrifft natürlich auch die Radfahrenden, die heute schon unterwegs sind, die will ich hier nicht ausschließen. Aber wenn es das Ziel ist, tatsächlich Leute zum Umstieg zu bewegen, müssen wir über die Menschen, die heute noch nicht Radfahren, mehr nachdenken. Und die erreichen wir nur, wenn wir eine Infrastruktur anbieten, auf der sie sich wirklich sicher fühlen.
Das wissen wir aus allen Erhebungen. Fahrradklimatest habe ich vorhin schon genannt. Die neue Schulwegerhebung des ADFC zeigt das auch. Da brauche ich gar nicht lange zu gehen. Der Zeitpunkt, loszulegen, ist jetzt. Die Mittel des Bundes stehen aktuell bis 2023 zur Verfügung. Daher gilt es jetzt, tatsächlich Personal einzustellen, Planungen voranzutreiben, womöglich tatsächlich jetzt schon zu bauen. Die Kommunen, und damit meine ich Städte, Gemeinden, aber vor allem auch die Landkreise, müssen jetzt handeln. Denn jetzt steht das Geld bis 2023 bereit. Gleichzeitig setzt sich das BMVI dafür ein, dass wir die Mittel verstetigen können. Und ich freue mich darauf, wenn wir da auch wieder einen Schulterschluss mit dem Bundestag gemeinsam hinkriegen, dass wir das tun. Ich weiß, wie schwierig das ist, gerade angesichts der Krisenbewältigung der Pandemie wird das nicht einfach. Aber wir wollen uns dafür einsetzen. Und ich freue mich, wenn wir Unterstützer finden. Jetzt habe ich zum Schluss noch einen allerletzten Dank. Der geht an den Gastgeber. Dafür, dass Sie uns heute zusammenbringen in diesem anderen Format, aber eben auch, dass Sie, wie Herr Sieberg vorhin auch gesagt hat, wirklich entschieden haben, uns, die Länder und die Kommunen vor allem auch aktiv zu unterstützen bei der Umsetzung dieser Radoffensive. Das ist nicht selbstverständlich und wir wissen Ihren Einsatz hier wirklich sehr zu schätzen. Herzlichen Dank. Letzter Dank. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und hier kommt noch ein Dank und der geht an Sie, Carola Lambeck. Vielen Dank dafür. Sagen Sie uns noch ganz kurz, können Sie sagen, wann die Verwaltungsvereinbarung vielleicht fertig ist? Wie lange wird das noch dauern? Das Geld ist jetzt da, die Kommunen können das Geld noch nicht abrufen, solange die verwaltungsrechtlichen Grundlagen nicht da sind. Auf bald. Das ist doch mal eine Zusage. Vielen Dank. Und Sie haben es eben angesprochen, dass Sie mit den Ländern im konstruktiven Austausch sind, dass es darum geht, das Rad von allen Seiten voranzubringen. Und dazu gehört nämlich auch, dass wir heute hier sein können, in der Niedersächsischen Landesvertretung hier in Berlin. Und meine Damen und Herren, Bert Althusmann, der Verkehrsminister von Niedersachsen, hat uns auch eine Botschaft geschickt. Die kommt jetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass der ADFC auf diesem digitalen Weg, der in diesen Zeiten ja nun schon fast normal geworden ist, in die Niedersächsische Landesvertretung in Berlin eingeladen hat. Die Niedersächsische Landesregierung hat sich vorgenommen, den Radverkehr noch attraktiver zu gestalten. Gerade im Zusammenhang mit der Mobilität der Zukunft spielt der Radverkehr aus meiner Sicht eine zentrale Rolle. Deshalb hat das Land Niedersachsen auch die Landesmittel für den Radverkehr deutlich erhöht. So gibt es am Ende dann Rückenwind für den Radverkehr auf allen Ebenen, Bund, Land, Niedersachsen und natürlich auch die Kommunen. Meine Damen und Herren, kommen Sie gerne ins Fahrradland Niedersachsen. Es gibt noch viel zu tun, das weiß ich, aber vor allen Dingen genießen Sie die radtouristischen Highlights, wie den Elbe- und den Weserradweg. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Veranstaltung und vor allen Dingen einen interessanten Austausch. Bernd Althusmann, wir schicken ein Dankeschön, dass wir hier sein können heute. Also es gibt das große Bekenntnis, dass der Radverkehr vorankommen soll. Die Frage ist, wie kriegt man jetzt mehr Tempo hin? Und wenn man mehr Tempo haben will, muss man sich erst auch einmal fragen, was sind denn da eigentlich die Hürden, meine Damen und Herren? Wir kommen zur nächsten Mentimeter-Frage. Achtung! Da gibt es jetzt einen neuen Code. Dieser Code heißt 388-7221. Was sind die größten Hindernisse in Ihrer Kommune? Und in diesem Fall können Sie mehrfach ankreuzen. Ist es A, der politische Wille, der fehlt? Oder liegt es am Geld, Nummer B? Oder C, das haben wir eben schon von Carola Lambeck gehört, auch Personal braucht es? Den Code sehen Sie hier oben rechts. Genau. Oder sind es bürokratische Prozesse, die das alles verhindern, dass das Rad vorankommt? Oder sind es womöglich, Punkt E, autofreundliche Rechtsgrundlagen und oder Regelwerke? Da verschiebt sich gerade noch was.
Also, an den bürokratischen Prozessen und am politischen Willen liegt es nicht unbedingt, doch ein bisschen Geld ist gar nicht mehr so ein großes Hindernis, Carola Lambeck, das wird auch Sie freuen. Autofreundliche Rechtsgrundlagen, das geht doch noch ganz schön hin und her. Personal ist ein großes Thema mit 25% zurzeit. Also, meine Damen und Herren, es fehlt am Personal und am politischen Willen. Die bürokratischen Prozesse sind jetzt doch eher so in den Blick gekommen. 21% sagen, sie machen es auch sehr schwer. Die autofreundlichen Rechtsgrundlagen landen bei 19% und das Geld bei 13%. Ja, da muss sich noch eine ganze Menge ändern, würde ich sagen. Aber wer kann dazu eigentlich was machen? Ich glaube, wir sind jetzt durch. Haben Sie alle abgestimmt? Wunderbar, dann ist das jetzt abgeschlossen. Was ist neben dem Bund? Von Niedersachsen haben wir es gerade schon gehört, mit den Ländern, meine Damen und Herren. Welchen Takt können Sie setzen und welche Impulse auch geben? Wir gucken uns das mal genauer jetzt noch bei zwei Ländern an, bei Hamburg, aber zunächst bei Nordrhein-Westfalen, immerhin das bevölkerungsreichste Bundesland der Republik, Hendrik Wüst. Ein CDU-Mann ist dort der Verkehrsminister, wissen Sie alle. Und er nennt NRW, ähnlich wie Bernd Althusmann gerade Niedersachsen, er nennt NRW das Fahrradland Nummer 1. Was tut sich dort und was, warum eigentlich noch nicht, sehen Sie selbst. Hendrik Wüst hat uns auch einen Film geschickt. Bitte schön, Film ab. Verehrter Kollege, lieber Bernd Althusmann, sehr geehrter Herr Vorsitzender Sieberg, sehr geehrter Herr Senator, Frau Lambeck, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fahrradfreunde, ich grüße Sie herzlich aus Düsseldorf, der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Mobilität muss besser, sicherer und vor allem sauberer werden. Und zu sauberer Mobilität gehört natürlich ein besserer Radverkehr. Wir wollen alle, dass mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren. Das Fahrrad erfreut sich großer Beliebtheit und hat als Fortbewegungsmittel gerade in den letzten Monaten auch noch mal kräftig an Zustimmung gewonnen. Mancher, der aktuell ein neues Fahrrad kaufen will, muss darauf warten. Es gibt Lieferfristen, die man sonst vom Fahrrad gar nicht so kannte. Das Fahrrad hat Hochkonjunktur und das freut mich sehr, gerade auch als Münsterländer. Auch vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass sich der ADFC seit vielen Jahren engagiert und mit viel Herzblut fürs Fahrrad einsetzt und jetzt auch durch die Klimapakete der Bundesregierung wirklich signifikante Erfolge eingefahren hat. Das Engagement der letzten Jahre zahlt sich aus. Der Radverkehr profitiert enorm von den Beschlüssen der Bundesregierung. Viele Vorschläge des ADFC sind aufgenommen worden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Realisierung eines lückenlosen Radwegenetzes, bei dem der Bund Länder und Kommunen unterstützt. Dafür gibt es 900 Millionen Euro bis 2023 zusätzlich. Das ist mehr Geld, als es für bessere Fahrradwege, für besseren Radverkehr jemals gegeben hat. Wichtig ist jetzt, dass einfach unbürokratisch umgesetzt wird, dass wir schneller planen und dass die Bundesmittel zur Not eben auch übers Jahr 2023 hinaus fließen können. Sie werden mir nachsehen, dass ich natürlich möglichst viele dieser Bundesmittel nach Nordrhein-Westfalen holen möchte. In aller Bescheidenheit nennen wir uns Fahrradland Nummer 1 und das wollen wir natürlich bleiben. Wir werden in diesem Jahr ein Fahrradgesetz erarbeiten, sind schon dabei. Das ist das erste Fahrradgesetz eines Flächenlandes, mit dem wir die Rahmenbedingungen für das Fahrrad verbessern werden. Das ist ein historischer Schritt. So ein Gesetz hat es natürlich in Nordrhein-Westfalen auch noch nie zuvor gegeben. Wir gehen diesen Schritt, weil wir überzeugt sind, das Fahrrad ist nicht nur Fortbewegungsmittel für Sport und Freizeit, sondern, und da wirken sich E-Bikes und Pedelecs zunehmend aus, auch für den Pendlerverkehr, gerade auch in unseren polyzentrischen Ballungsregionen an Rhein und Ruhr. Das Rad ist als Teil moderner Mobilität nicht mehr wegzudenken
25% Radverkehr sind in den nächsten Jahren machbar. Wer das will, der muss aber die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehören die hohen Investitionen, die möglich sind. Um die zu ermöglichen, brauchen wir mehr Personal, schnellere Planung für ein lückenloses Radwegenetz. Und all das tun wir hier in Nordrhein-Westfalen. Wir stellen auch als Land so viel Geld zur Verfügung wie nie zuvor für neue Fahrradinfrastruktur. Wir stellen 10 neue Planer ein bei unserem Landesbetrieb Straßen NRW. Die werden aber keine Straßen planen, sondern ausschließlich Fahrradwege, Radschnellwege, Velorouten, alles, was gebraucht wird. So sorgen wir für mehr Tempo bei der Planung und wir haben uns auch im Verkehrsministerium entsprechend ausgerichtet und organisatorisch personell so umgestellt, dass wir mit einer Stabsstelle Radverkehr und Verkehrssicherheit nicht nur an diesem Fahrradgesetz arbeiten, sondern auch noch an vielen weiteren Maßnahmen für mehr und besseren Radverkehr in unserem Land. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ganz viel Engagement und mit Lust am Fahrradfahren auch die letzten politischen Zweifler davon überzeugen, dass Fahrradfahren eine gute Sache ist und dass das Rad ein wichtiger Beitrag zu besserer, sauberer Mobilität leistet. Nicht nur hier an Rhein und Ruhr, sondern das gilt sicherlich auch darüber hinaus für ganz Deutschland. Dafür zählen die vielen Fahrradfans im Land auf die starke Stimme des ADFC und ich darf sagen, dass ich auch selber gerne den Rat und den Sachverstand des ADFC in Anspruch nehme. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten 3 Jahren meiner Amtszeit und ich freue mich auf viele gemeinsame Projekte. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie engagiert, bleiben Sie fordernd und Ihrer Sache treu. Ich wünsche Ihnen einen interessanten parlamentarischen Abend, viele neue Erkenntnisse, gute Gespräche und angeregte Diskussionen. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, auf diesem Wege zu Ihnen zu sprechen. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Henrik Wüst, vielen Dank auch nach Düsseldorf. Und das zweite große Lob für den ADFC haben Sie alle gehört, oder? Ist ja schon sensationell. Und Wüst kündigt schon mal an, dass er am meisten von dem Geld des Bundes nach NRW holen will. Und 10 Stellen sind dort auch neu zu besetzen. Also wer eine neue Perspektive sucht. Die Frage ist, macht Hamburg, die Stadt, die immer mehr wächst, weil es dort so schön ist, ziehen immer mehr Leute dorthin, NRW sozusagen im besten Sinne Konkurrenz. Die Benchmark liegt bei 25% Radverkehr in den nächsten Jahren, haben wir gerade gehört. Gucken wir, was Hamburg macht. Dort ist der Grüne Agnes Tjax, Senator für Verkehr und für Mobilitätswende. Das gibt es sonst so, diesen Namen, noch nicht in Deutschland. Was also hat der Senator für die Mobilitätswende vor? Film ab! Ja, lieber Herr Sieberg, lieber Herr Storck, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die Möglichkeit, eine Videobotschaft zu Ihrem Kongress aus Hamburg zu senden, weil wir wollen natürlich den Radverkehrsausbau in Hamburg, aber auch in ganz Deutschland vorantreiben. Und da haben wir nächstes Jahr den Nationalen Radverkehrskongress hier zu Gast. Und ich kann Ihnen sagen, als Senator der Freien Hansestadt Hamburg für Verkehr und Mobilitätswende, also als einziger Behörde in Hamburg, aber ich glaube auch als einziger Verkehrsbehörde in Deutschland, die ihren Auftrag, man könnte auch sagen, einen Kampfauftrag in den Namen geschrieben hat. Und auch selbst als leidenschaftlicher und überzeugter Radfahrer freue ich mich besonders, Sie hier heute per Video begrüßen zu dürfen. Und es ist so, dass es ein sehr, sehr großer Fortschritt ist aus unserer Sicht, dass der Bund eben auch in die nationale Radverkehrsförderung einsteigt und dass wir mit Bundesinvestitionen eine leistungsfähige Radverkehrsförderung und auch Infrastrukturinvestitionen tatsächlich auf den Weg bringen möchten. Und es ist dabei besonders wichtig, dass die Finanzmittel gemäß ihres ursprünglichen Zweckes unbürokratisch, einfach und schnell abgerufen werden können. Und aus unserer Sicht, weil das ja eine der entscheidenden Fragen ist, war das Kommunalinvestitionsgesetz vor 5 Jahren, als wir 2015 angefangen haben, hier den Radverkehr zu fördern, dafür ein gutes Beispiel. Hier haben wir in Hamburg für die 5 Jahre gut 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen und wir konnten dies stadtweit in allen Bezirken und auch bezirksübergreifend
ausbringen und konnten das nutzen, um sozusagen damals gar nicht maßnahmenscharf, sondern ein Programm aufzulegen, nämlich das Programm zum Velorouten-Ausbau, das dazu führt, dass wir endlich in Hamburg demnächst mal wieder ein vollständig vernünftig zu befahrendes Radverkehrsnetz haben, das seinen Namen auch tatsächlich verdient. Und das wäre ohne diese Mittel nicht möglich gewesen. Und ohne diese Mittel, und wenn sie sehr maßnahmenscharf vergeben worden wären, hätten wir diese Dynamik nicht hinbekommen, sondern wir hätten sozusagen über jede einzelne Maßnahme kämpfen müssen. Und dann wäre das Gesamtpaket im Keim erstickt worden. Und dann hätten wir das niemals hinbekommen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, wenn das Kommunalinvestitionsprogramm vor 5 Jahren ein gutes Vorbild für das nächste Programm wäre, dann wäre das etwas, was uns sehr entgegenkommen würde, was den tatsächlichen Radverkehr am Ende in Hamburg tatsächlich fördern wird. Und deswegen darf ich sagen, wir haben auch eine entsprechende Hoffnung, dass wir das entsprechend hinbekommen beim Sonderprogramm Stadt und Land, was jetzt aufgelegt werden soll von 2020 bis 2023. Hier geht es hier um eine Finanzierung von 657 Millionen Euro. Und hier ist es so, dass nach jetzigem Stand auf Hamburg 22 Millionen Euro entfallen. Und auch hier ist das so, dass wir sozusagen diese Förderung in Einzelbeträgen über Jahresscheiben abrufen, aber nicht maßnahmenscharf abrufen. Und das ist besonders gut für uns, weil wir dann nämlich auch tatsächlich Maßnahmen voranbringen können. Und wir finden es auch gut, dass in diesem Sonderprogramm eben nicht nur der Radwegebau selber gefördert wird, sondern dass auch gefördert wird, sowas wie beispielsweise Fahrradparken, Bike and Ride, aber auch die Wegweisung, weil ich glaube zum Beispiel, dass Quartiersparken für Fahrräder etwas ist, was für eine Fahrradstadt wirklich, wirklich wichtig ist und fast manchmal wichtiger ist als der Bau neuer Radwege, auch wenn das sicherlich kaum gegeneinander auszuspielen ist. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass die Finanzsituation, so kann ich das zumindest aus Hamburg berichten, ab 2023 dann doch deutlich angespannter wird aufgrund der Corona-Krise in Verbindung mit der Schuldenbremse, sodass wir sehr froh sind, dass der Bund diese Mittel auf den Weg bringt und dass wir sozusagen eine vernünftige Verwaltungsvereinbarung bekommen, um das tatsächlich dann auch umzusetzen. Darüber hinaus sind wir sehr froh, dass der Bund auch ehrgeizige, mutige Einzelprojekte fördert im investiven Bereich und dazu auch bis 2023 127 Millionen Euro tatsächlich zur Verfügung stellt. Wir würden uns sehr wünschen, dass dieses Programm auch über 2023 hinaus aufgelegt wird. Wir sind auch sehr stolz darauf. Als erstes Bundesland haben wir 5 Millionen Euro aus diesem Paket erhalten. Wir haben dort den Ballindamm, eine Straße an der Binnenalster, radfahrfreundlich umgebaut, haben dort jetzt Hamburgs breitesten Fahrradweg von 2,75 Meter aufgebaut, der aber in Kürze durch noch breitere Fahrradwege abgelöst werden wird. Und wir wollen aber auch von diesem Programm weiter profitieren. Wir wollen dort Hamburgs längsten urbanen Fahrradboulevard mit über 2 Kilometer Länge bauen und wir wollen gerne eine neue Elbbrücke zwischen der Hafen City und einem neuen Stadtteil auf dem Grasbrook bauen. Das wäre dann die erste Brücke über die Norderelbe von der Nordsee aus gesehen. Und meine Damen und Herren, da kann man glaube ich sagen, dann muss niemand mehr nach Kopenhagen zu Snake gucken, dann dürfen auch alle in Zukunft nach Hamburg gucken, was das für eine Fahrradstadt wird. Aber dafür brauchen wir auch diese investive Unterstützung des Bundes. Und deswegen, wenn wir das alles zusammennehmen und dann auch nochmal nicht unerwähnt lassen wollen, dass der Bund auch die Studien für die Radschnellwege Hamburgs ins Umland, in die Metropolregion fördert. Hier arbeiten wir zusammen mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen, aber die Metropolregion Hamburg geht auch bis Mecklenburg-Vorpommern. Auch dort wollen wir Radschnellwege bauen. Dann kann man, glaube ich, ein eindeutiges Fazit ziehen. Und das Fazit lautet, dass wir diese Programme dringend brauchen, zusammen mit unserer eigenen Entschlossenheit, unserem eigenen Mut vor Ort, die Radverkehrswende zu schaffen, die Fahrradstadt Hamburg oder auch die anderen Fahrradstädte in Deutschland zu bauen, sodass wir diese Unterstützung des Bundes dringend brauchen. Und ich möchte Ihnen klar sagen, das ist eher das, was wir minimal brauchen. Wir könnten noch viel, viel mehr Geld ausgeben als das, was wir jetzt bekommen. Gleichzeitig, wenn man über die Programme hinausdenkt und sich überlegt, wie setzen wir das Thema eigentlich konkret um, dann kann ich Ihnen sagen, der Erfolg auch, wenn wir jetzt hier als Mobilitätswendebehörde irgendwie an der Spitze der Pyramide stehen, hat sehr, sehr viele Gesichter. Er hat das Gesicht in Hamburg beispielsweise, dass wir eine Senatskommission für den Kampf gegen den Klimawandel und für die Mobilitätswende ins Leben rufen werden, an denen das Thema, wenn es Konflikte gibt, um hamburgweite Entscheidungen zu treffen, auch sehr direkt mit dem ersten Bürgermeister, sehr direkt mit den Bezirken verhandelt werden kann. Wir haben ein Bündnis
für den Radverkehr geschlossen in den letzten 5 Jahren, dass wir jetzt nochmal erweitern wollen um den Fußverkehr, indem wir wollen, dass die Nebenflächen zu den Hauptflächen werden, indem wir wollen, dass Hamburg zusammen als Land mit all seinen Kommunen, mit den Bezirken, mit der Hafenverwaltung, aber in Zukunft auch zum Beispiel mit der Schulbehörde und auch der Stadtentwicklungsbehörde und auch mit den Leitungsunternehmen, also sprich mit den Gas-, Wasser-, Wärme-, Strom- und Telekommunikationsunternehmen den Radverkehr gemeinsam plant, weil wir wollen, dass die Schulbehörde mit den Schulen sich überlegt, was sind die besten Wege zur Schule, wie kann man das Rad dort am besten abstellen. Wir wollen, dass die Leitungsunternehmen die Straße oder den Radweg nicht nur aufreißen, sondern wenn sie ihn hinterher wieder zumachen, dort einen breiteren, einen besseren Radweg bauen. Und wir wollen am Ende des Tages, dass wir stadtweit eine einheitliche Politik machen, sodass wir ein Bündnis für den Fuß- und Radverkehr schaffen wollen, in dem das alles entsteht, in dem es gemeinsame Handreichungen gibt, wie man hamburgweit einheitliche Radwege plant und wo sozusagen es eben auch ein aktives Netzwerk an interessierten Kolleginnen und Kollegen gibt, die das dann tatsächlich umsetzen. Unsere nächste Herausforderung ist dann dabei, dass wir in Europa kennengelernt haben, dass es sehr erfolgreiche Städte für den Fahrradverkehr gibt. Sie alle kennen diese Städte. Wir wissen zum Beispiel aus Wien und Zürich, dass es sehr erfolgreiche Städte für den öffentlichen Nahverkehr gibt. Was es aber noch nicht gibt, sind Städte, die den Rad- und insbesondere den Busverkehr gut miteinander verknüpfen. Und wir haben eine Situation, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass das beides miteinander verknüpft wird, dass wir das beides in Zukunft zusammendenken, wie schaffen wir es gemeinsam im öffentlichen Nahverkehr und im Fahrradverkehr am Modal Split zu wachsen, wie schaffen wir es, den Wohnungsbau in diese Mobilitätswende zu integrieren und auch wie schaffen wir es, wir wollen in Hamburg in den nächsten 10 Jahren sehr, sehr viele Wohnungen bauen, etwa 100.000 Stück. Diese werden häufig an den großen Magistralen entstehen, damit man nicht die letzte grüne Wiese auch noch zubaut. Wie schaffen wir es, dass diese Magistralen mehr Verkehrsleistung aufnehmen, aber gleichzeitig viel weniger Autoverkehr haben, damit die Leute dort gut und vernünftig wohnen. Und wenn man diese ganzen Themen zusammendenkt, dann merken Sie, wir brauchen ein neues stadtweites Mindset in der Frage der Mobilitätswende, die sich überhaupt nicht nur auf den Bereich des Radverkehrs beschränkt, sondern auch über den öffentlichen Nahverkehr weit hinausgeht, sondern die sagt, die Stadtentwicklung, die Wirtschaftsverkehre, aber auch viele andere Themen mitdenkt und eben auch beide Ebenen, das Land und die Kommune, mit einbezieht. Und wenn wir das alles sehen, dann muss ich sagen, am Ende des Tages ist das aber alles nichts ohne Geld. Und deswegen freuen wir uns, um nochmal zum Ausgang des Beitrags zu kommen, dass der Bund sich hier engagiert. Wir brauchen dringend auch weiteres Bundesgeld, auch viel mehr Bundesgeld über das Jahr 2023 hinaus, weil wir sind in der Lage, wir haben die Planung, wir verbauen momentan etwa im Jahr 2020 36 € pro Einwohner. Wir könnten aber deutlich mehr verbauen für den Radverkehr und deswegen wollen wir dafür werben, dass diese ganzen Mittel auch entsprechend verstetigt werden. Ich würde mich freuen, wenn der ADFC sich diesem anschließen wird, dass der ADFC sagt, auch wir wollen noch viel mehr an diesen verschiedenen Stellen machen und dass wir das gemeinsam auf dem Nationalen Radverkehrskongress im April 2021, zu dem ich Sie sehr herzlich hiermit nochmal einladen möchte, in Hamburg nicht nur gute Projekte angucken, sondern auch sehen, dass wir von hier aus einen echten Punkt in Deutschland setzen können, dass wir sagen können, der Radverkehr, der gehört nicht nur auf die kommunale, nicht nur auf die Landes-, sondern auch auf die nationale Agenda. Wir brauchen einen nationalen Radverkehrsplan. Wir wollen Hamburg als Fahrradstadt präsentieren. Dafür brauchen wir Geld, dafür sollten wir gemeinsam kämpfen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine tolle Veranstaltung. Herzlichen Dank nach Hamburg und das war ehrlich gesagt, Herr Sieberg, ein Auftrag an den ADFC. Da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz drüber reden. Kommen Sie noch mal hoch. Ich dachte ja eigentlich, nachdem ich so viel Lob gehört habe, ach, der ADFC, der hat jetzt irgendwie alles erreicht. Der Bund findet ihn nett, die Politiker finden ihn alle nett und das Geld ist jetzt auch da. Und dann dachte ich schon, ach eigentlich, Mensch, jetzt hat der ADFC doch seine Arbeit schon erfüllt. Müssen Sie aber jetzt, wie ich das gerade verstanden habe, doch wieder für Geld trommeln und quasi nochmal loslegen? Ja, Geld ist immer das Ausschlaggebende. Ohne dem, es gibt ja in jedem Politikbereich, dass das Geld fehlt. Und dann gibt es natürlich das Gerangel zwischen den einzelnen Parteien oder Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten, wo jetzt die Mittel hinfließen. Sollen wir ein anderes Mikro nehmen? Ah, das nicht wegen.
Es gibt natürlich auch weitere Lobbyisten, die natürlich genauso wie wir in Berlin hier vor der Tür stehen und sagen, wir wollen unsere Meinung durchsetzen, da brauchen wir das Geld für. Aber im Endeffekt muss man ja auch immer, was kommt hinten raus, wo ich das Geld reinstecke. Ich bin der Meinung, es muss immer nachhaltig sein. Da hinten muss was Nachhaltiges rauskommen. Und ich habe so viele wissenschaftliche Untersuchungen in den letzten Jahren lesen müssen, die mir auch von meiner Bundesgeschäftsstelle zur Verfügung gestellt worden sind. Und wir haben ja so viele Symposien auch gemacht. Es gibt keinen Erkenntnisgewinn mehr. Es gibt ein Umsetzungsproblem. Erkenntnisse haben wir genug. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, Autoverkehr ist viel billiger zu planen. Entschuldigung, sehen Sie, ich bin schon außer auf den. Fahrradverkehr ist viel billiger zu planen in den Städten als Autoverkehr. Wie verstehen Sie sich dann? Als Treiber oder eher als Unterstützer? Beides. Beides. Beides, wunderbar. Ja. Und wir unterstützen gerne, aber wenn nicht geht, dann treiben wir auch gerne. Wir setzen auch Menschen aufs Fahrrad und die müssen dann sozusagen mit mir Fahrrad fahren. Und ich rede und die müssen zuhören, weil sie nicht so viel trainiert haben. Aber klingeln dürfen die schon, oder? Aber sagen Sie mir noch ganz kurz, herzlichen Glückwunsch zum Wahlsieg in Herne. SPD-Politiker macht mit Radpolitik einen Erfolg. Haben wir jetzt gar nicht so viel gesehen. Wie gewinnt man Wahlen mit Radverkehrspolitik? In einem Satz. Indem man Standing hat und Mut. Standing und Mut? Ja. Okay. Und solche, heute Morgen in der Zeitung, diese Schlagzeile, Vorfahrt fürs Fahrrad. Ich bin überrascht, dass die Zeitung jetzt auch davon so intensiv berichtet, dass man, wir haben eine Fahrradstraße eingerichtet, ja. Vor der Kommunalwahl, fürchterlich, vor der Kommunalwahl richtet man keine Fahrradstraße mehr ein, die wir alle gemeinsam beschlossen haben. Klar, das war vor fünf, sechs Wochen. Und jetzt kommt die Fahrradstraße. Und jetzt wissen gar nicht die Leute, und jetzt fragen die, warum ist denn jetzt da? Ich sage, wir haben noch eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit damit geführt, in Parteien, in Räten, in Bezirken. Und jetzt ist sie da und keiner weiß jetzt genau, wie ich damit umgehen kann. Also wir brauchen noch viel, viel Öffentlichkeitsarbeit, viel mehr Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Städten. Und dazu ist der ADFC bereit. Wir gehen in die Veranstaltung, laden Sie uns ein in die Veranstaltung. Wir sind gut geschult, wir gründen demnächst eine Akademie, wo noch mehr Schulung passiert für die ADFC-Mitglieder. Wo genau diese Fachkompetenz dann auch abgerufen werden kann beim ADFC. Wunderbar, das Angebot nehmen hier bestimmt einige ganz gerne an und Ihr Terminkalender wird hoffentlich richtig voll. Ulrich Süberg, herzlichen Dank bis hierher. Und meine Damen und Herren, bevor wir jetzt schauen, was die Kommunen ganz konkret voranbringen, fragen wir nochmal nach, was muss denn der Bund jetzt eigentlich weiterhin tun, über auch das Geld hinaus? Oder muss man vielleicht auch beim Geld nochmal etwas tun? Das besprechen wir mit jenen, die im Bundestag den Radverkehr stärken, weil sie zum einen im Verkehrsausschuss dafür trommeln, zum anderen im Parlamentskreis Fahrrad sitzen. Wir reden mit dem CDU-Mann Gero Stohr-Johann. Er hat den Parlamentskreis Fahrrad gegründet und ist sein Vorsitzender. Kommen Sie doch gerne schon mal her. Er fordert seit langem enorme Umplanung in den Städten und sagte mal, dass er, ein Schleswig-Holsteiner, sich die kleinen italienischen Städte zum Vorbild nehme, in deren Gassen Fußgänger und Radfahrer gemeinsam unterwegs sind. Autofahrer. Das habe ich unterschlagen. Gero Stohr-Johann, schön, dass Sie da sind. Und wir reden mit Matthias Stein von der SPD, Berichterstatter für Fahrrad- und Fußgängerverkehr. Im Regierungsviertel fährt er mit einem roten Klapprad. In Kiel, seiner Heimat, ist er mit einem roten Lastenrad unterwegs. Gegenüber seinen Wählerinnen und Wählern bezeichnet er sich als ihr Fahrradabgeordneter. Was er will, schauen wir. Matthias Stein, herzlich willkommen. Und zu Gast ist Stefan Gelper von den Grünen. Er, ein Berliner, kritisiert zum Beispiel die, wie er sagt, hohen Hürden für die Einführung von flächendeckendem Parkraummanagement, denn diese seien völlig aus der Zeit gefallen. Es geht auch nicht nur um Finanzen. Stefan Gelper, schön, dass Sie da sind. Und zugeschaltet ist uns von den Linken Sabine Leidig. Sie, die in Hessen lebt, kümmert sich nicht nur um den Radverkehr, sondern besonders auch um die Bahn. Schon seit langem sagt sie, dass das Straßenverkehrsrecht geändert werden müsse, weil dieses vor allem aus Autoperspektive gemacht ist, die man verlassen solle. Reden wir drüber. Sabine Leidig, schön, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, wir gehen das mal Punkt für Punkt durch. Gero Stohr-Johann, was würden Sie anstelle von Andreas Scheuer denn jetzt als
nächstes tun? Bleiben wir noch mal kurz beim Geld. Also man kann im Radverkehr, haben wir eben schon gehört, mit relativ wenig Mitteln schon ziemlich viel erreichen, aber trotzdem braucht man eben Geld. Muss man grundsätzlich noch mal über neue Förderwege nachdenken? Wie bekommt man den Mittelabruf besser hin? Was muss ich da jetzt tun bei den Finanzfragen? Also wir haben ja eben in der Befragung gesehen, dass irgendwie das Geld überhaupt nicht so die besondere Rolle spielt, sondern dass wir keine Planer haben. Warum haben wir keine Planer? Weil wir kein Geld haben. Warum haben wir keinen politischen Willen? Weil wir kein Geld haben. So, insofern hängt es sehr wohl am Geld. In meinem schönen Land Schleswig-Holstein haben wir eine Referatsleiter und einen Sachbearbeiter, die den Radverkehr organisieren. Jetzt in den Haushaltsberatungen ist dieser Sachbearbeiter leider verstorben. Die grüne Finanzministerin hat diese Stelle auf eine halbe Stelle reduziert, gegen den erwitterten Widerstand des FDP-Wirtschaftsministers. Ja. So. Insofern, es liegt sehr wohl am Geld, gerade in Hamburg und Schleswig-Holstein, weil wir eine HSH-Nordbank haben, die uns nach unten gerissen hat. Aber da liegt es auch am politischen Willen? Nein, es liegt wirklich am Geld. Na, wenn eine Stelle gekürzt wird auf die Hälfte? Naja, Herr Gelbhardt wird ja nun alles anders erklären, dass immer Union und SPD schuld sind. Wir haben insgesamt haben wir ein Problem, dass nämlich nach der Finanzkrise 2010 überall gespart worden ist und vor allen Dingen im Bereich Planung. Und das wird jetzt nachgeholt. Und Planer wachsen nicht von heute auf morgen, das hat einen gewissen Vorlauf. Das ist politisch jetzt auf den Weg gebracht und deswegen muss man da ein bisschen Geduld haben. Insofern können wir als Abgeordnete haben das Problem, wenn wir Geld zur Verfügung stellen und es nicht abgerufen wird, dann werden wir unglaubwürdig gegenüber den Haushältern. Das ist unser Problem. Und wir haben in Schleswig-Holstein, müssen wir natürlich die wenigen Planer, die wir haben, da sagt der Wirtschaftsminister, ich setze sie so ein, dass sie optimal arbeiten können. Das heißt, wenn wir eine Straße sanieren, die wirklich auf ist, dann wird der Fußweg und der Fahrradweg daneben auch saniert. Wenn die Straße aber noch 20 Jahre hält und der Fahrradweg auf ist, lohnt es nicht, jetzt nur den Fahrradweg zu sanieren, dann nehme ich lieber die 30, 40 Millionen für den Straßenbau und mache eine Straße. Das ist einfach Mittelabflusspolitik und da kann ich auch schlecht was gegen sagen. Wir haben diese Planer nicht und Ingenieure, die das umsetzen, in der Diskrepanz sind. In Schleswig-Holstein haben wir die meisten Fahrradwege. Matthias Stein, ja. Offenbar muss Schleswig-Holstein von Nordrhein-Westfalen ein bisschen was lernen. Die wollen ja nun 10 neue Planer einstellen. Aber das ist ja vielleicht nicht alles. Vielleicht kann man auch Planung vereinfachen. So eine Art Beschleunigungsgesetz. Was wäre da denkbar? Naja, wir haben ja schon irgendwie jetzt das vierte Beschleunigungsgesetz an den sozusagen an den Hacken und da ist natürlich auch viel Illusion dabei. Also ich glaube schon, man kann viel beschleunigen und es ist dann halt, glaube ich, auch eine Frage auch von guter Bürgerbeteiligung. Also in Kiel ist ja durchaus eine Fahrradstadt, wir haben einen Fahrradschnellweg, das Fahrrad ist überall präsent, wir haben eine hohe Anzahl an Verkehren ist am Steigen, aber ich glaube, da muss man tatsächlich auch gucken, wie man tatsächlich auch für Akzeptanz wirbt, indem man ganze Straßen als Fahrradstraßen umwidmet oder wir diskutieren im Moment, ob wir die Kiellinie direkt am Wasser stärker autofrei gestalten wollen und so weiter. Und ich glaube, das kann es an dieser Stelle beschleunigen. Und Kiel hat natürlich schon ganz viele Pläne eingestellt. Mir wurde jetzt signalisiert, die sind ganz wild, irgendwie Fahrrad zu planen in Kiel und die haben jetzt langsam Angst, dass dann die Mittel für die Investitionen ausgehen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das Land auch nochmal da steuernde Kompetenz, weil gerade die Städte, die mit ihrem Umland ein Problem haben, bei uns sagt dann immer das Umland, naja, Kiel kann das ja mal bezahlen für das Umland und das Umland sagt irgendwie, wir haben kein Geld. Und insofern gerade diese Pendlerströme, da müssen natürlich Länder nochmal ein bisschen stärker eingreifen. Und was kann der Bund machen? Der Bund gibt da natürlich eine Reihe von Fördergeldern, die sie bereitstellen. Und ich glaube, wir können natürlich als Bund vielleicht auch noch mal stärker durchforsten, was die Frage auch von Regelungen anbelangt. Also viele technische Regelungen. Mir haben ganz viele kreative Planer sehr deutlich gesagt, dass zum Beispiel Ampelschaltungen
im technischen Regelwerk sehr stark autofokussiert sind und weniger Fußgänger-Fahrrad fokussiert werden. Ich glaube, das müssen wir nochmal auf die Agenda nehmen. Wir sollten vielleicht auch nochmal auf die Agenda tatsächlich nehmen, die Frage auch der Straßenverkehrsordnung, die jetzt nochmal verändert worden ist. Und ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die sozusagen nochmal das befördern. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es Geschwindigkeitsbegrenzung auch gerade innerorts nochmal stärker in Angriff genommen wird. Das kann auch helfen. Sabine Leidig, die Planer brauchen auch gute Rechtsgrundlagen. Welchen Passus würden Sie aus der Straßenverkehrsordnung als erstes rausstreichen und dann umschreiben? Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass eben nicht die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, der ja als Autoverkehr begriffen wird, im Großen und Ganzen an erster Stelle steht. Und dass wir also vom ganzen Gesamtwerk eben von der Straßenverkehrsordnung wegkommen zu einer Straßennutzungsordnung, die eben auch deutlich macht, dass alle Menschen das Recht haben, den öffentlichen Raum zu nutzen unter geregelten Bedingungen, aber eben nicht sozusagen der öffentliche Raum vor allen Dingen für den rollenden Verkehr zur Verfügung steht. Das ist natürlich ein bisschen zu konkretisieren für Fahrradfahrende, die ja rollen, aber die Konflikte entstehen ja genau da, wo zu wenig Platz ist, also wo einfach zu viel öffentlicher Raum, Straßenraum dem Autoverkehr zur Verfügung steht und es ist eigentlich fast überall so. Auf jeden Fall wollen Sie also an die Grundkonstruktion ran, ne? Genau. Ich würde ganz gerne noch zwei Gedanken oder drei Gedanken loswerden, weil ich nicht bis zum Ende bleiben kann. Wir haben jetzt gerade im Bundestagsplenum gleich die Debatte um nachhaltige Mobilität und da muss ich reden und bin so ein bisschen, sitze ein bisschen auf glühenden Kohlen. Deshalb wollte ich fragen, ob es okay ist, wenn ich jetzt einfach noch zwei, drei... Ja, Stefan Gelber muss auch weg. Vielleicht machen Sie zwei Punkte. Genau. Ich wollte einen Punkt, den ich stark machen möchte, ist, dass wir wie im Bereich des öffentlichen Verkehrs auch eine klare Orientierung brauchen, auch der Bundesverkehrswegeplanung und der Mittelverteilung. Bisher haben wir die Situation, dass praktisch die Infrastruktur für den motorisierten Individualverkehr und Lkw-Verkehr weiter ausgebaut wird, immer noch weiter ausgebaut wird. Und das ist natürlich keine Verkehrswende. Das bedeutet auch, dass da eine enorme Menge an Ressourcen gebunden ist. Also natürlich Geld, aber eben auch personelle Kapazitäten, die an anderer Stelle viel sinnvoller eingesetzt werden könnten. Also das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Umverteilen und nicht sowohl als auch, das ist problematisch. Und ich finde, die kleine Umfrage, die Sie am Anfang gemacht haben, zeigt ja auch deutlich, dass es den meisten aktiven Radlerinnen darum geht, eben auf den Straßen sicher unterwegs zu sein. Und das funktioniert nur, wenn nicht gleichzeitig gleich viel Autos unterwegs sind. Das ist eigentlich völlig klar. Punkt zwei. Genau. Ich lasse es dabei. Ich glaube, das reicht. Vielen Dank. Stefan Gelper, sagen Sie uns mal, jetzt sitzen ganz viele Grüne in Schleswig-Holstein, auch in vielen Kommunen und so weiter. Wieso geht es nicht schneller mit dem Radverkehr voran und Sie dürfen nicht CDU oder CSU oder SPD sagen? Das ist gemein, wo mein Vorredner hier schon die Parteifarben alle einmal durchgearbeitet hat und die Zuständigkeit für Personalplanung aus den Ressorts in die allgemeine Finanzverwaltung genommen hat, was natürlich ein gesondertes Thema ist, aber das können wir nochmal bei anderer Gelegenheit besprechen. Gut, zu Ihrer Frage. Natürlich, Sie haben ja vorhin das Diagramm gehabt und alle Gründe treffen zu, es ist zu wenig Geld da, die Verwaltungsvereinbarung ist noch nicht da, also ist das Geld auch noch nicht da, ne? Also das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Die Rechtsgrundlagen sind halt an vielen Stellen überarbeitungsbedürftig, um das mal konkret zu machen. Eine Fahrradstraße heutzutage einzurichten für eine Kommune ist wirklich
richtig Arbeit. Und das muss nicht sein. Ne? Man muss ein Gutachten quasi machen, man muss Verkehrszählungen anstellen, was wirklich sauber machen will. Ein paar Leute kürzen das inzwischen ab, aber das sind die Mühen der Ebene. Wenn man eine Pop-up-Bike-Lane oder auch nur einen einfachen Radstreifen auf die Straße bringen will, gibt es Gerichte, die da besonders hohe Hürden sehen. Kommen wir noch zu? Ne? Das ist ja alles ganz spannend, diese Entwicklung. Also da gibt es in der Straßenverkehrsordnung wahnsinnig viel zu schrauben. Und in der Tat ist es so, dass man über Planungsinvestitionsbeschleunigungsgesetze redet im Bundestag. Also wenn Sie mal eine Rede horchen wollen, dann hören Sie immer Autobahn, Sie hören immer, wenn es gut läuft, Bahn, Sie hören Schifffahrtswege, zwischen ab und zu mal ganz kurz, ganz sanft ÖPNV, ne? Fahrrad kommt nicht vor. Und natürlich, wenn man Planungsinvestitionsbeschleunigung macht, das würde doch fürs Fahrrad wie Faust aufs Auge sein. Ne, das könnte man schnell umsetzen, da könnte man die kommunale Kraft entfesseln. Es gibt aber ein quasi gesetzgewordenes Misstrauen des Bundes immer noch gegenüber dem Kommunen und deswegen dauert es so lange. Und was sagen Sie dann Ihrem Parteikollegen Cem Özdemir, der ja dem Verkehrsausschuss im Bundestag vorsitzt, was er jetzt als nächstes voranbringen muss? Das ist, glaube ich, eine Verkennung der Rolle des Ausschussvorsitzenden. Der hat die Sitzung zu moderieren und vorzubereiten. Der hat jetzt nicht die inhaltlichen Vorgaben zu machen, sonst bräuchten wir die Fraktion da drin nicht. Also das kann die Tagesordnung das machen. Ja, also die wird auch mit Mehrheit beschlossen. Ich darf ja über Parteifarben nicht reden. Haben Sie mir die Vorgabe, halte ich ja ein. Deswegen, also de facto ist es so, dass der Ausschussvorsitzende natürlich den Ausschuss nach außen präsentiert und da dem Thema Fahrrad sicherlich auch geholfen hat, weil er das in seinem Tun vielleicht ein bisschen mehr Stellenwert beimisst als früherer Ausschussvorsitzender, bis auf einen, der jetzt Fraktionsvorsitzender ist. Aber die Rolle des Ausschussvorsitzenden ist nicht die, dass er die Mehrheiten im Bundestag bestimmt. Okay, was sagen Sie ihm als Parteifreund? Was ich Cem als Parteifreund sage? Nächstes Mal wieder gemeinsam radeln, keine Ahnung. Also ich sage Agnes Tjax, super Ausführung, aber Altusmann war kürzer. Mhm. Und Gero Steuer-Johann, sagen Sie uns doch nochmal, wie schnell muss man eigentlich sein oder ist es ohnehin besser, langsam vorzugehen und ein bisschen zu experimentieren? Ich würde mal experimentieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir für den Klimaschutz was tun, indem wir die Eingriffsausgleichsregelung abschaffen für Fahrradwege. Das würde uns enorm helfen. Außerdem würde ich gerne auch Fahrradwege durch Landschaftsschutzgebiete und Naturschutzgebiete bringen. Mhm. Ich habe alte Bahntrassen, die jetzt stillgelegt sind, die inzwischen Landschaftsschutzgebiet geworden sind. Da darf ich nicht durch. Das wäre genau richtig, um nach Hamburg zu kommen. Mhm. Matthias Stein, ist das lassen Sie uns das ganz kurz noch bereden. Ist das der richtige Weg, um die Bürger auf die Seite zu bekommen, der Leute, die gerne die Radwege stärker ausbauen wollen, wenn man es ausspielt gegen den Naturschutz? Also ich bin dafür, dass man das tatsächlich auf den Tisch legt, also wenn es darum um tatsächlich Netzplanungen geht. Also wenn wir ein einheitliches Fahrradnetz haben wollen in den Bundesländern, glaube ich schon, dass man ähnliche Dinge auf den Tisch legen muss. Man muss es natürlich gucken, dass man dort für Akzeptanz sorgt. Das kann man nicht mit einer Basta-Politik machen, sondern das kann man natürlich machen, wo man gucken kann, wie ist eine vernünftige, ausgewogene Verkehrsplanung. Weil wir werden ja auch nicht den Pkw-Verkehr ganz reduzieren. Wir werden noch Bahntrassen brauchen. Also in Kiel haben wir eine Veloroute 10 auf einer alten Bahntrasse gemacht. Und wenn wir Verkehre verlagern wollen auf die Schiene, haben wir natürlich Nutzungskonflikte. Und das muss man natürlich auch klar politisch regeln, aber es gehört aus meiner Sicht tatsächlich auf den Tisch. Und da brauchen wir Kompetenz, da brauchen wir aber auch gute Bürgerbeteiligung und müssen dann natürlich auch deutlich machen, also weil ich kenne das auch von einigen Umweltaktivisten, die dann sagen, naja, dann können wir die B76 als sozusagen komplette Fahrradautobahn machen. Das wird nicht komfortabel sein, weil da viele Hügel irgendwie dazwischen sind. Das heißt, wir müssen natürlich schon mit alternativen Trassen arbeiten, wenn wir tatsächlich Pendlerströme auf das Fahrrad delegieren wollen. Und da müssen wir natürlich, da kann das Land mit 1,5 Stellen, kommt es natürlich nicht dahin. Und da muss man sich natürlich schon darüber unterhalten, dass Bundesländer, ich glaube Nordrhein-Westfalen macht es, dass sie Teile von Radschnellwegen in die Baulast des Landes nehmen. Da sind, glaube ich, Kommunen an der Stelle tatsächlich deutlich überfordert. Und wir könnten uns natürlich auch darüber unterhalten, ob wir ähnlich wie bei Autobahnen auch, dass der Bund Verantwortung für bestimmte Radwege übernimmt. Das kann man sich natürlich auch nochmal überlegen, aber da sind ja die Parteien jetzt dabei.
Ne? Ja, wunderbar. Da sind ja sehr, sehr viele Ideen und so weiter auch im Fluss. Wir kommen leider schon zur schnellen Abschlussrunde. Gero Steuer-Johann, wir haben eben gehört, dass man mit Radverkehrspolitik Wahlen gewinnen kann. Ihr Werbeslogan für die nächste Bundestagswahl? Den verrate ich Ihnen noch nicht. Okay, ich werde das beobachten. Aber ja, eins dazu. Ja. Also ich bin Radverkehrspolitiker. Wenn der Matthias Stein das sagt, das wird ihm negativ ausgelegt. Innerhalb seiner SPD. Ja, das ist mutig, dass er das so macht, aber so ein richtiger Gewinnerbringer ist das nicht. Er muss ja wieder aufgestellt werden innerhalb der Partei. Darum geht's. Ne? Und insofern, ist so. Das ist das, was man so erzählt. Insofern, wir sind uns hier einig, dass das Wichtigste, was es ist, wir wollen den Radverkehr nach vorne bringen und deswegen stehen wir auch dazu. Matthias Stein, Sie brauchen da noch Unterstützer. Welches Wahlversprechen muss Olaf Scholz als Kanzlerkandidat abgeben? Naja, wenn auf den Radverkehr, also ich glaube, er fährt schon viel Fahrrad und er müsste viel mehr Fahrrad fahren, um das dann auch deutlich zu machen, weil wir hatten das neulich mal vom Zweirad-Industrieverband. Die Vorbildwirkung von Politikerinnen und Politikern ist einfach dann zum Beispiel mit dem Fahrrad zu fahren. Und man muss ganz deutlich sagen, der Weg vom Deutschen Bundestag bis zum Kanzleramt, das ist eine prima Radfahrstrecke, das kann man dann so machen und sieht natürlich auch ein bisschen cooler aus, wenn man dann im Fahrrad dann zu den Koalitionsrunden geht und das könnte nicht nur Olaf Scholz machen, denn ich glaube auch Markus Söder oder Armin Laschet sind auch in der Lage, Fahrrad zu fahren. Und Stefan Gelper, wann wird es ein Bundesmobilitätswendeministerium mit radelnder Spitze geben? Weiblicher Spitze, gerne. 2021, klar. 2021, super. Ich fand die andere Frage viel schöner. Ich glaube, Scholz muss einfach versprechen, dass Scheuer nicht mehr Verkehrsminister wird. Das wäre schon ein großer Vorsprung. Vielen Dank, Matthias Stein, Sabine Leidig, die wir jetzt nicht mehr sehen können, Gero Steuer-Johann und Stefan Gelper. Dankeschön und machen Sie weiter. Da tut sich was, aber ist das genug? Manchmal hilft es ja auch, über die eigenen Gemeinde- und Stadtgrenzen hinauszuschauen. Wie lässt sich mehr Tempo machen für das sichere Radfahren? Welche Fehler muss man auch wirklich nicht nochmal wiederholen? Das sagt uns jetzt Martin Randelhoff. Er ist Verkehrswissenschaftler an der TU Dortmund. Sie kennen ihn vielleicht. Er bloggt unter www.zukunft-mobilität.net. Raus aus dem Mittelfeld, was Länder und Kommunen jetzt tun müssen. Bitte schön. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Raus aus dem Mittelfeld, was Länder und Kommunen jetzt tun müssen. Wir haben ja eigentlich jetzt schon mehrfach gehört, dass die Situation für den Radverkehr eigentlich so gut wie nie ist. Und die große Herausforderung, vor der wir jetzt eben stehen, ist dieses Thema der raschen Umsetzung. Die Mittel, die jetzt zur Verfügung stehen, die jetzt bis 2023 erstmal im Bundeshaushalt eingestellt sind, die dann vielleicht eventuell auch verstetigt werden, die müssen natürlich auch verausgabt werden, denn nichts wäre so peinlich für den Radverkehr und die Planungsszene und die Politik, die Kommunalpolitik und alle anderen, die jetzt jahrelang für mehr Mittel gekämpft haben, wenn diese Mittel nicht verausgabt werden und man am Ende dasteht und muss sich eben vielleicht einen Vorwurf gefallen lassen, ja, jetzt haben wir eben die Mittel gehabt und sie sind eben dann nicht abgeflossen. Die Situation sieht auch so aus, Radverkehr ist eigentlich die zentrale Antwort auf viele städtische und verkehrliche Probleme, die wir haben. Sei es eben das Thema Luftreinhaltung, sei es eben das Thema Gesundheitsschutz, aber sei es auch letztendlich die Senkung der volkswirtschaftlichen negativen Effekte, beispielsweise durch zu viel Stau und so weiter und so fort. Auch das Thema der Nachverdichtung des Wohnraums hängt natürlich auch stark mit dem Thema der urbanen Mobilität und Radverkehr dann im Folgenden zusammen. Das zweite Thema ist die Corona-Pandemie. Wir haben wirklich sehr viel Schwung für den Radverkehr bekommen in den letzten Monaten. So schlimm die Situation war, ich glaube, der Radverkehr hat sehr, sehr stark profitiert. Und es geht jetzt auch darum, die Menschen, die jetzt neu vielleicht aufs Fahrrad gestiegen sind und vielleicht auch mehr Fahrrad fahren, eben sozusagen ein positives Nutzungsempfinden zu geben, dass sie auch gerne weiterhin aufs Fahrrad steigen. Und dann natürlich das Thema Rückenwind vom Bund. Es wurde ja diverse
Veränderungen bereits angesprochen. Einmal natürlich das Sonderprogramm Stadt und Land, wo jetzt eben die Finanzmittel bereitgestellt werden. Die letzte StVO-Novelle hat natürlich auch einen gewissen Fortschritt gebracht. Man muss jetzt schauen, wie langfristig sozusagen dieser Fortschritt jetzt auch weiter existiert, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Und natürlich ist auch klar, dass das nicht das Ende sein kann, sondern es ist erst ein Auftakt, dass der Bund kontinuierlich jetzt die Bedingungen für den Radverkehr natürlich auch im rechtlichen Sinne weiter fortentwickeln muss. Wo wir jetzt eigentlich stehen, wo wir jetzt eigentlich wirklich angreifen müssen, sind die zwei Themen Qualität der Radverkehrsinfrastruktur, die entsprechend errichtet wird, und der zügige Ausbau der entsprechenden Netze, der entsprechenden Infrastruktur, damit man eben auch auf der Straße eine entsprechende Veränderung sieht. Bei der Qualität geht es natürlich darum, gute Netze mit entsprechenden Qualitätsführungsformen zu entwickeln, diese dann sukzessive über mehrere Jahre zu verbessern, zu verdichten, auszubauen, wirklich die schnellen Ausbaulösungen jetzt auf die Straße zu bringen in Form von geschützten Radfahrstreifen, von Fahrradstraßen. Es wurde ja schon genannt, die Verteilung von entsprechenden Flächen, sei es jetzt Kfz-Fahrspuren, die jetzt in Radfahrstreifen umgewandelt werden, oder sei es eben das Thema von Nebenstraßen, die zu Fahrradstraßen entwickelt werden und so weiter, in Kombination mit einer echten Verkehrsberuhigung in den Quartieren, die nicht nur darin besteht, ja, ein Schild aufzustellen, sondern eben auch substanziell hier bauliche Veränderungen vorzunehmen und eben diese Verkehrsberuhigung dann auch real auf der Straße umzusetzen. Und das Thema, was natürlich auch noch mitschwingt, ist eben auch, wir müssen wirklich mehr Pragmatismus zeigen im Bereich der Radverkehrsplanung. Wir werden es nicht schaffen, den niederländischen Ausbaustandard in den kommenden Jahren, in 3, 4, 5 Jahren in Deutschland flächendeckend zu haben. Dafür haben wir einfach in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan. Aber es geht jetzt dahin, sozusagen den ersten Schritt in diese Richtung zu tun, vielleicht sich einem Kopenhagener Niveau anzunähern, um danach vielleicht vom Kopenhagener Niveau auf niederländisches Niveau noch zu kommen. Denn ich glaube, dann haben wir nochmal eine ganz andere Qualität. Aber es geht jetzt eben darum, erstmal pragmatisch Lösungen zu suchen und pragmatisch erstmal anzufangen. Der zügige Ausbau ist sozusagen das Wichtige, was jetzt einfach passieren muss, damit wir eben diese Mittel, die jetzt zur Verfügung stehen, auch verausgabt bekommen. Und der neue Benchmark sollte einfach zum Beispiel eine Stadt wie Sevilla sein, statt weiter auf die Geschwindigkeit der letzten 30 Jahre in Deutschland zu achten. Wenn man sich einfach mal vorstellt, Sevilla hat es innerhalb von 18 Monaten geschafft, ein 77 Kilometer langes Basisnetz in der Stadt baulich umzusetzen. Und es gab eigentlich nur 12 Kilometer Bestandsnetz, welches auch entsprechend modernisiert wurde. Und die restlichen 65 Kilometer wurden eben komplett neu innerhalb dieser Zeitfrist errichtet. Natürlich ist das alles nicht perfekt gewesen. Es war eben dieses Thema, lieber 80% zu haben, anstatt irgendwie auf die 100% zu hoffen und sehr viel zu diskutieren, sondern eben sehr, sehr pragmatisch heranzugehen, zu sagen, ja gut, Hauptsache, wir haben erstmal eine Basisinfrastruktur, auf der dann Menschen auch fahren. Und diese fahrenden Menschen, die schaffen es dann eben auch wieder ein politisches Gewicht zu bringen, dass diese Infrastruktur dann sukzessive verbessert wird und dass die Mittel dann auch weiter bereitgestellt werden. Und es ist vielleicht ein bisschen ein besserer Weg, als zu versuchen, eine Radkultur erstmal über entsprechende Marketing- und Begleitmaßnahmen zu erschaffen, um dann zu hoffen, dass man die entsprechenden politische Macht hat, beziehungsweise den politischen Druck aufbauen kann, um eben hier dann infrastrukturelle Verbesserungen zu finden. Erst anfangen, schnell anfangen, pragmatisch sein und wenn man an diesen Pragmatismus auch denkt, naja gut, in der Umsetzung, in der Planung, muss man natürlich auch schauen, wie schafft das eine Stadt wie Sevilla. Das schafft sie natürlich nicht, wenn es nur 1, 2 Radverkehrsplaner gibt, die das Gesamtnetz beplanen müssen, sondern was man dort gemacht hat, man hat letztendlich das Zielnetz in mehrere Teilnetze aufgeteilt. 8 waren es insgesamt an der Zahl, wo dann immer parallel die Teilnetze bearbeitet wurden, die sich dann in ein Gesamtgefüge wieder zusammengefügt haben. Und das ist eben dieser Pragmatismus, den es auch auf planerischer Ebene geht, den es auf organisatorischer Ebene geht, den man einfach schaffen muss, um hier ja auch schnell Fortschritt zu schaffen. Die Infrastrukturelemente hatte ich ja kurz angesprochen. Die Umwidmung von Kfz-Spuren in Radfahrspuren und von Fahrradstraßen ist natürlich relativ einfach, weil baulich nicht zusätzliche Infrastruktur erst errichtet werden muss. So, es geht hier ja teilweise um eine Ummarkierung, es geht hier um die entsprechende Beschilderung und so weiter.
Wenn man sozusagen es noch schneller haben möchte, dann kann man natürlich über entsprechende Pop-up-Infrastruktur nochmal ein bisschen mehr Gas geben, in Anführungszeichen, um hier Infrastruktur zu bringen. Das ist vielleicht auch das Mittel, wenn es um ja, dann Hürden und Diskussionen gibt in einer Stadt. Wenn eben nicht zu sagen, wir machen jetzt ein Pilotprojekt und wir machen jetzt eine wissenschaftliche Begleitung über mehrere Monate oder gar Jahre, sondern zu sagen, okay, wir bauen dann lieber Pop-up-Infrastruktur für 3 bis 6 Monate als Experiment, ohne die Begleiterscheinung, sondern wir prüfen einfach, ist das denn ein verkehrlich tragfähiges und passendes Element an dieser Stelle, sind die Sicherheitsanforderungen des Radverkehrs erfüllt und so weiter und so fort, sind die ganzen anderen Nebenbedingungen noch weiterhin erfüllt und dann einfach pragmatisch zu entscheiden, ja okay, das wird jetzt eben verstetigt und das bleibt jetzt dann eben für immer sozusagen im besten Falle bestehen oder indem man dann eben auch schnell nachbessern kann. Das zweite Thema ist natürlich das Thema der guten Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser, hier insbesondere auch mal darauf zu achten, wie man Bestandsanlagen umwandeln kann und natürlich auch das Thema Radschnellwege. Denn wir haben hier nun mal das Momentum. Es ist nun mal im politischen, im PR-technischen Sinne ein Infrastrukturelement, was ja sehr, sehr attraktiv ist, wo man einfach diese Geschwindigkeit, die man theoretisch an den Tag legen könnte, auch nutzen kann, sowohl um passende Infrastruktur zu errichten, wie auch natürlich das im politischen Sinne dann entsprechend zu verwerten. Und man muss hier natürlich auch sagen, na gut, es sollte natürlich nicht so laufen, dann wie zum Beispiel beim Radschnellweg Ruhr, wo man sehr, sehr ja, ambitioniert gestartet ist, wo dann eben diese kleinteiligen Diskussionen das ganze Projekt ausbremsen, sondern dass man hier eben sagt, okay, wir haben jetzt eben ein gewisses Momentum und wir ziehen das jetzt entsprechend durch und sorgen auch dafür, dass die entsprechende Ausstattung, dass die entsprechenden Kapazitäten auch für die Planung und so weiter zur Verfügung stehen. Wichtig, muss man einmal differenzieren. Einmal die Rolle der Länder und einmal die Rolle der Kommunen. Die Rolle der Länder kann man eigentlich so sehen, naja, wir sind ja gerade auf Landesebene eine Koordinationsfunktionäre, eine Unterstützungsfunktion der Kommunen und der Landkreise. Wir haben ja ganz verschiedene Größen an Kommunen mit ganz unterschiedlichen Ausstattungen, Personalausstattungen und so weiter in den einzelnen Ländern, wo natürlich die Länder auch dafür da sind, hier entsprechende Unterstützung zu geben. Was sicherlich auch wichtig ist, ist jetzt ganz konkret die Ausgestaltung der Verwaltungsvereinbarung, die ja schon mehrfach jetzt angesprochen wurde, wo es jetzt eben darum geht, auch aktiv darauf Einfluss zu nehmen, dass es für die Länder entsprechend passt. Und wenn man sich einfach mal die Mittel anschaut, die hier zur Verfügung stehen, sieht man schon, dass es eine substanzielle Größenordnung ist, die jetzt hier eben rasch abgerufen werden soll und die auch rasch von den Ländern dann an die einzelnen Kommunen sozusagen ausgereicht wird. Das nächste Thema ist natürlich das Thema Finanzen. Es wurde ja schon gesagt, es reicht nicht immer aus, wenn nur der Bund das Geld gibt. Es muss natürlich auch auf Landesebene die entsprechenden Förderprogramme geben. Es muss die entsprechenden Budgets geben, um Personal in Landesbetrieben und Landesplanungseinrichtungen für Radwege dann zu haben. Und es geht hier darum, auch die finanzstarken Kommunen eben entsprechend zu unterstützen, um hier vielleicht nochmal erstmal es zu ermöglichen, auch entsprechende Mittel abzurufen, die entsprechenden Anträge auch stellen zu können und so weiter und so fort. Bei der Unterstützung geht es natürlich vor allem um die kleineren Kommunen, die Fahrradeinsteigerkommunen, die jetzt eben an die Hand genommen werden müssen, um hier eben die entsprechende Beratung zu geben, wie man die entsprechenden Mittel abrufen kann, aber auch wie man entsprechend ja, die Strukturen innerhalb der Kommune aufbaut, dass man eine schlagkräftige Verwaltung hat, um eben diese Mittel dann auch verbauen zu können, um eben hier die entsprechenden infrastrukturellen Maßnahmen durchzuführen. Hier kann man dann natürlich auch über Landesradwegegesellschaften nachdenken, wenn es eben auf Landesebene eine besonders schnelle Umsetzung geben soll und nicht nur die Kommunen damit jetzt in Anführungszeichen alleine gelassen werden sollen, sondern wenn man da auch wirklich auch in die Umsetzung mit hineingehen möchte auf Landesebene. Das ganz große Thema ist natürlich das Thema Personalmangel. Das wurde ja auch schon mehrfach genannt. Die Ausbildung von Radverkehrsplanern muss dringend forciert werden. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Und es geht darum auch, die entsprechenden Lehrstühle an den Hochschulen einzurichten. Das ist eigentlich Landesaufgabe. Es geht nicht nur darum, die Stiftungsprofessuren des Bundes zu haben, die wir jetzt ja an den neuen Hochschulen in Deutschland haben, sondern es geht eben auch darum, die entsprechenden Lehrstühle an den Hochschulen zu haben und wirklich Planerinnen und Planer ausbilden zu können, die dann in der entsprechenden Verwaltung auch sachkundig tätig sein können. Das schaffen die Fakultäten also nicht flächendeckend alleine. Das ist in den Studien
Gängen in Studienverlaufsplänen jetzt nicht in der Form vorgesehen. Und wenn man ja einfach noch ein paar Masterstudiengänge, beispielsweise Radverkehrsplanung, haben würde, so wie man einen Bahnsystemingenieur hat und so weiter und so fort, wäre ja sicherlich den Verwaltungen auch langfristig geholfen. Und man würde es eben schaffen, hier kurzfristig auch innerhalb von 1-2 Jahren Personal auszubilden. Denn ich glaube, es gibt genug Studierende, die sich im Bereich des Radverkehrs dann auch verdingen möchten und die da motiviert handeln. Dann natürlich das Thema, die Verwaltung qualitativ und quantitativ mit Radverkehrsexpertise auszustatten. Und wenn das eben nicht reicht, die entsprechende externe Planungskapazitäten, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Dänemark, wo man ja schon seit mehreren Jahrzehnten sukzessive in Radverkehrsinfrastruktur baut und insbesondere beplant, die dort eben dann heben, den sowohl auf Landesebene diese Kapazitäten zu nutzen, wie auch natürlich in den Kommunen. Und natürlich auch das Thema des Rechtsrahmens ist natürlich auch ein weiterer Faktor, der entsprechend wichtig ist. Hier das Thema der Radverkehrsgesetze, der Mobilitätsgesetze auf Landesebene, so wie es jetzt eben in Berlin geschehen ist und in NRW jetzt geschehen wird. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, um den Kommunen auch entsprechenden Rechtsrahmen an die Hand zu geben, dass sie hier eben planen können. Und natürlich auch das Thema dann der überregionalen Infrastruktur, der interkommunalen Infrastruktur, sei es Radschnellwege, sei es Velorouten und so weiter, hier eben auch entsprechend nochmal den Landesgesetzrahmen anzupassen. Radverkehrsplanung ist hauptsächlich Aufgabe der Kommunen. Deswegen ist die Rolle der Kommunen natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und es geht hier vor allem um das Thema Leadership und Wille zeigen. Man muss letztendlich als Kommune zeigen, okay, der Radverkehr ist jetzt ein Thema, was wir jetzt in den kommenden Jahren wirklich anpacken, wo jetzt auch Veränderungen auf der Straße zu sehen sein werden und wo man wirklich den Willen zeigt, es passiert jetzt etwas. Ich glaube, dieser Wille ist in der Bevölkerung nicht immer ganz deutlich geworden, sondern es ging immer um kleinteilige Diskussionen, wenn es um einzelne Projekte ging. Aber dass jetzt eine Kommune sich aufmacht und sagt, okay, wir werden jetzt substanziell in den Radverkehr investieren und in 5 Jahren werden unsere Straßen, die wir haben, anders ausschauen, als sie heute ausschauen. Das ist, glaube ich, ja die Botschaft, die eigentlich mal am Anfang stehen muss, wo zum Beispiel auch die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister nach vorne gehen müssen sagen, okay, wir wollen jetzt substanziell den Radverkehr fördern, wir werden jetzt die Infrastrukturausstattung für den Radverkehr auch verbessern. Dann natürlich das Thema, es wird natürlich massive Diskussionen auch über die Neuaufteilung des Straßenraums geben müssen. Wir haben keine andere Chance, um letztendlich die Flächen zu generieren, die der Radverkehr dringend benötigt. Das muss man proaktiv moderieren, das muss man proaktiv angehen. Da geht es auch darum, mit den Bürgerinnen frühzeitig in einen Dialog zu treten. Aber es geht auch darum, die Argumentationslinien schon mal zu schärfen innerhalb der Verwaltung, wenn es dann eben um die Stakeholder-Dialoge, zum Beispiel mit dem Handel, mit der lokalen IHK geht und so weiter, dass man hier einfach auch sprechfähig ist, dass es hier einfach darum geht, kurzfristig Antworten geben zu können, die entsprechenden Fakten, die entsprechenden Argumente vorbereitet zu haben, um sich hier eben nicht aufreiben zu lassen, dass eben die Prozesse zu einem Stillstand kommen, sondern dass man eben dieses Momentum, die rasche Umsetzung dann noch weiter fortführen kann. Und natürlich der kommunale Austausch, der Wettbewerb der Besten unter den Kommunen einfach zu forcieren. Ich glaube, das kann wirklich helfen und man wird vielleicht jetzt auch sehen, dass einzelne Kommunen sich in den kommenden Jahren eben sehr, sehr verdingt um den Radverkehr machen, die Mittel jetzt auch nutzen, abrufen und auch verbauen und dann einzelne Kommunen ja auch Strahlkraft entfalten und sich vielleicht auch andere Kommunen, die das nicht schaffen, nicht in dem Rahmen ja sozusagen tätig werden, auch fragen müssen, ja, wieso habt denn ihr das nicht gemacht? Die Nachbargemeinde, die Nachbarstadt hat es eben jetzt hier substanziell die Bedingungen für den Radverkehr verbessert. Liebe Kommune XY, wieso ist das denn bei euch nicht passiert? Das ist, glaube ich, wichtig, dass dieser kleine Wettbewerbsgedanke auch ein bisschen gefördert ist. Der Personalmangel innerhalb der Kommunen, es geht nicht nur immer um mehr Personal, sondern es geht natürlich auch um klare Organisationsformen, klare Aufgabenzuschnitte. Und es geht vor allem auch darum, die Kapazitäten für die Kommunikation mit vorzusehen. Ich glaube, es kann nicht Sinn der Sache sein, dass Kommunen in Deutschland eine Stelle für den Radverkehr haben und der jeweilige Radverkehrsplaner und die Radverkehrsplanerin 60, 70, 80% ihrer Zeit oder seiner Zeit damit beschäftigt ist, Bürgeranfragen zu beantworten oder eben der Politik entsprechende Auskünfte zu geben oder auch in die Verwaltung hinein zu kommunizieren, nur 10% oder 20% seiner Arbeitszeit sich faktisch um die Förderung des Radverkehrs kümmern kann. Das kann, glaube ich, nicht
Sinn und Zweck sein, sondern es muss schon darum gehen, dass man hier entsprechend in der Personalplanung auch vorsieht, okay, wir haben hier entsprechende Strukturen für die Kommunikation nach innen und nach außen und wir haben eben auch entsprechende Planungskapazitäten, die wirklich nur der Planung zur Verfügung stehen, um hier eben auch die Umsetzung schnell zu forcieren. In den größeren Kommunen geht es natürlich sicherlich darum, den Aufwachs an Personal relativ rasch durchzuführen. Wenn man eben das Personal nicht findet, vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, sich externe Expertise relativ rasch einkaufen zu können. Das muss entsprechend in den Förderrichtlinien gegeben sein, aber das muss natürlich auch innerhalb der Kommune gewollt sein, innerhalb der Verwaltung. Und bei kleineren Kommunen geht es natürlich darum, die entsprechenden Unterstützungsleistungen des Landes oder des Landkreises oder andere übergeordnete regionaler Planungsgruppierungen und so weiter dann ja, nutzen zu können. Man kann sich ja vorstellen, es gibt so eine Art Taskforce Radverkehr, wo zum Beispiel dann einzelne Gemeinden, die dann besondere Bedarfe haben, auch kurzfristige Bedarfe haben, eben rasch mit Personal vielleicht von übergeordneten Stellen ausgestattet werden können, die danach wieder, wenn zum Beispiel ja, eine spezielle Brücke oder andere Infrastrukturelemente fertiggestellt sind, dann wieder sich anderen Aufgaben widmen können. Dass man hier einfach eine Dynamik reinbekommt, die man einfach braucht, um auch ja, hier Personal ja, zielgerichtet und auch schnell einsetzen zu können. Das Thema der Finanzen ist natürlich klar. Die Förderprogramme des Bundes und des jeweiligen Landes müssen natürlich genutzt werden. Hierfür braucht es auch entsprechendes Personal, hier braucht es entsprechende Kapazitäten, um die Förderprogramme auch sich darum bewerben zu können, um diese Mittel auch abrufen zu können. Und natürlich das Thema der aktiven Unterstützung bei der Beantragung. Die muss, wenn es in der jeweiligen Kommune nicht irgendwie eine spezielle Stabstelle gibt, wie es einzelne Kommunen hier beispielsweise im Ruhrgebiet vorsehen, für entsprechende Förderprogramme muss es da hier natürlich auch die Unterstützungsleistung anderer Stellen geben, die dann aktiv helfen und unterstützen. Wichtig ist auch noch dieses Thema der unbedingten, also oder des Werts von Qualität. Also was man, glaube ich, verstehen muss innerhalb der Kommunen ist, dass Qualitätsradwege für das 21. Jahrhundert richtige Infrastruktur sind und zwar der Gesamtbevölkerung dienen. Sowohl kleinen Kindern wie auch älteren Menschen, die dann diese Infrastruktur entsprechend nutzen. Und es ist eben nicht nur irgendwie ein letztes Beiwerk. Es ist nicht nur irgendwie Farbe, die man als Piktogrammspur oder als Schutzstreifen sozusagen auf die Fahrbahn malen kann, sondern es geht eben darum, richtige Infrastruktur zu planen. Und es geht auch darum, sich jetzt auch an die dicken Brocken zu wagen. Die low-hanging fruits, die ersten Prozent des Modal Splits für Radverkehr zu gewinnen, hier relatives Wachstum zu haben, die sind eigentlich weitgehend geerntet. Es kommt jetzt eben darauf an, auch die echten Maßnahmen auf die Straße zu bringen, wo dann eben auch entsprechende Flächen umverteilt werden, wo es eben auch um wirklich substanzielle Qualitätssprünge für den Radverkehr geht, die dann eben auch ja, langfristig Wirkung entfalten können. Und es geht natürlich auch um Sichtbarkeit. Es geht darum zu zeigen, ja okay, in unserer Stadt passiert etwas, hier wird eben substanziell etwas verbessert. Das bedeutet natürlich, die Hauptrouten zuerst zu beplanen, um hier einfach auch den Netzgedanken nach vorne zu heben, zu sagen, wir haben eben die entsprechenden Verbindungen relativ rasch gebaut, plus eben den Baustein der Verkehrsbrücken in den Quartieren, denn ich glaube, hier haben wir eben auch die Chance, wirklich in dem unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen auch Qualitäten zu verbessern und auch für den Radverkehr substanziell die Qualität zu verbessern, um dann im Nachgang eben dieses Radnetz Stück für Stück zu erweitern, zu verdichten, die Infrastruktur zu verbessern. Und noch ein letzter, sozusagen ein letzter Punkt für die Politik, insbesondere auf allen Ebenen. Also Investitionen in den Radverkehr sind eigentlich sehr, also politisch sehr dankbar. Sie sind günstig, sie sind vergleichsweise schnell umzusetzen und sie schaffen vor allem es auch sichtbare Ergebnisse innerhalb einer Legislaturperiode zu bringen. Wenn zum Beispiel jetzt in NRW, nachdem die Kommunalwahlen vorbei sind, wenn die Stichwahlen für die Oberbürgermeister und Oberbürgermeister auch gelaufen sind, ist eigentlich der beste Moment, um wirklich substanziell Verbesserungen zum Beispiel für den Radverkehr auch umzusetzen und zu sagen, ja, wir werden in 1, 2, 3 Jahren hier unseren Straßenraum schon entsprechend umgestaltet haben und haben dann eben hier auch ja, für unsere Versprechen, die wir zum Beispiel im Wahlkampf gemacht haben, auch umgesetzt. Und es ist natürlich auch eine sichtbare Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
Wir haben nun mal das Momentum, es wird natürlich jetzt auch von der Bevölkerung, von großen Teilen der Bevölkerung eingefordert, dass für den Klimaschutz mehr getan wird. Das wird auf kommunaler Ebene ja auf verschiedene Arten und Weisen. Der Radverkehr ist aber dabei sehr, sehr sichtbar. Die energetische Sanierung von Schulen oder von öffentlichen Gebäuden oder andere Maßnahmen, die sich in diesem Bereich befinden, die werden nur von einer geringen Zahl von Menschen eigentlich wahrgenommen. Aber den Radverkehr und die Radverkehrsinfrastruktur, die sehe ich ja kontinuierlich im Straßennetz, auf dem ich mich tagtäglich bewege. Das bedeutet, es ist natürlich auch sehr, sehr präsent in der Bevölkerung. Und da muss man als letzten Punkt noch sagen, diese Präsenz hat natürlich jetzt nicht nur Vorteile, sondern es bringt natürlich auch ein bisschen Nachteile, weil natürlich nicht jeder Mensch Radverkehrsinfrastruktur per se bedingungslos befürwortet, sondern es geht natürlich auch darum, diese Umverteilung von Fläche zu moderieren. Aber es gibt dabei natürlich auch Konflikte, weil Menschen eben auch etwas weggenommen wird, was ihnen in Anführungszeichen zur Verfügung stand. Der Fahrstreifen, der weg ist, die Parkplätze, die weg sind und so weiter. Was man aber auch immer sagen muss, dieser Ärger über diese konkreten Umgestaltungen, die ist meistens in weniger als 6 Monaten, in 3 bis 6 Monaten vergessen. Menschen adaptieren sich im Verkehr nach 3 bis 6 Monaten und dann profitiert man eigentlich politisch insbesondere von der verbesserten Radverkehrsinfrastrukturqualität und weniger von den 2, 3 Parkplätzen, die an ein oder anderen Stelle dann verloren gegangen sind. Und ich glaube, darum geht es ja auch. Es geht ja darum, die Lebensrealität der Menschen zu verbessern. Es geht darum, die Situation der Menschen, das Unterwegssein zu verbessern. Es geht darum, Klimaschutz zu machen. Es geht darum, Energieeffizienz zu heben. Es geht darum, Verkehrssicherheit zu erhöhen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dafür kann man auch die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern, die eben dann 2, 3 Parkplätze für ihre Haustür verlieren, auch führen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine angeregte Diskussion. Martin Randelhoff, ganz herzlichen Dank auch für diesen Zuspruch sozusagen. Nach 6 Monaten ist aller Ärger vergessen. Das ist eigentlich gut durchzuhalten, oder, meine Damen und Herren? Es gibt ja die Kommunen, die schon einfach machen und vorangehen. Aber bevor wir zu denen kommen, möchte ich Sie bitten, sich noch einmal alle einzumischen. Die nächste Mentimeter-Frage kommt, wissen Sie noch, ne? menti.com und dann der Code 3887221. Und dann schreiben Sie dort die Frage auf, gerne kurz und knapp, die Sie am meisten umtreibt. Die Frage, wie man vorankommt, um gute Radwege zügig planen und umsetzen zu können. Ihre Fragen landen dann irgendwann hier bei mir auf dem Podium und dann stellen wir sie weiter an unsere Gäste. Stefanie Krone, die Sprecherin des ADFC, twitterte neulich, sieht aus wie eine Fahrraddemo, ist aber Pariser Berufsverkehr. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, was der fahrradfreundliche Umbau einer Großstadt bewirken kann. Politischer Wille, Farbe und Poller sind alles, was man für den Anfang braucht. Einfach mal anfangen. Wir haben es eben gehört, meine Damen und Herren. Unsere Gäste stehen für Kommunen, die im Aufbruch hier in Deutschland sind, die auch zeigen, was sich bewegen kann oder zumindest Druck ausüben, damit sich etwas bewegt. Unsere Gäste, das sind Klaus Ruhe-Matzen, Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock. Na, da war was los, als er der Oberbürgermeister wurde, ein Möbelhändler mit dänischem Pass, ein Quereinsteiger ohne Parteibuch als Deutschlands erster ausländischer Oberbürgermeister. Das machte so ungefähr deutschlandweit und in Dänemark Schlagzeilen. Rostock bewegen hatte er den Hansestädtern auf seinen Wahlplakaten versprochen. Was daraus geworden ist, reden wir drüber. Klaus Ruhe-Matzen, schön, dass Sie gekommen sind. Ja, hallo. Podium. Zu Gast ist nämlich auch Felix Weißbrich. Wir schauen nach Berlin. Er leitet das Straßen- und Grünflächenamt von Friedrichshain-Kreuzberg, weil er schon in den ersten Corona-Monaten Autospuren mit gelben Markierungen zu Pop-up-Wegen, Radwegen verwandelt hat, bekam er, der zuvor Förster im Mecklenburgischen Wald war, plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit, auch deutschlandweit. Für ihn sei die Sache einfach, sagte er mal, im Mai dem Greenpeace-Magazin, man braucht den politischen Willen und ein Markiergerät, mehr nicht. Ob sich das bewährt hat, besprechen wir. Felix Weißbrich, toll, dass Sie dabei sind.
Und mit dabei ist, es freut mich besonders, Dagmar Thume. Sie hat nämlich im Landkreis Gotha eine Bürgerinitiative für alltagstaugliche Radwege auf dem Land mitgegründet. Darüber wird viel zu selten gesprochen. Die Initiative heißt Geradewegs GTH. Sie will das mit dem Rad, dass man mit dem Rad zur Schule fahren kann, zur Arbeit, zum Sport oder auch mal ins Nachbardorf, in die Gaststätte. Ihr Sohn ist zum Beispiel in einem Ort in der Schule, spielt im anderen Ort Fußball, mit dem Rad kann er dort aber nicht hin. Müssen wir drüber reden? Dagmar Thume, herzlich willkommen. Und zugeschaltet ist oder wird uns jetzt sofort Stefan Kutschera, ein Grüner aus Herrn, aber vor allem Planungsdezernent des Regionalverbunds Ruhr, zu diesem RVR gehören 11 Städte, Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen und dann auch noch 4 Landkreise, Ennepe-Ruhr, Recklinghausen, Unna und Wesel. Ihn fragen wir, wen sonst, wie das Ruhrgebiet vorankommt. Stefan Kutschera, schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank. Und dann haben wir noch, auch per Schalte, Rebecca Peters, Vize-Bundesvorsitzende des ADFC, spezialisiert sich im Studium auf nachhaltige Stadtentwicklung und Verkehrsgeografie. Kommt sie? Ich erzähle mal weiter, weil sie hat mit der Zeit gesprochen. Der sagte sie unlängst, wir befragen seit 8 Jahren Bürger, wie fahrradfreundlich ihre Stadt ist. Und die Unzufriedenheit, da ist sie, herzlich willkommen, steigt. Man muss dem Auto endlich Flächen wegnehmen. Sie rechnete vor, auf eine Fläche, auf der bisher ein Auto steht, passen 10 Fahrräder. Rebecca Peters, schön, dass Sie da sind. Klaus Ruhe-Matzen, einfach mal anfangen, aber Sie haben ja einiges vor. Wir haben es eben schon gesehen, die Brücke über die Warnow. 2014 haben die Dänen schon die Fahrradschlange gemacht. Große Brücke kennen Sie wahrscheinlich alle, schlängelt sich durch den Kopenhagener Hafen und verbindet 2 Stadtteile. Nachts wird die erleuchtet. Das ist sowas wie ein Wahrzeichen geworden. Die Frage ist, braucht man sowas tatsächlich oder wäre es nicht einfacher, mal mit den leichten Sachen anzufangen und einfach Radwege zu bauen, die schnell zu machen sind? Ja, wenn Radwege bauen einfach wäre, dann würde ich Ihnen ja zustimmen. Ich glaube, wir stellen alle im Alltag fest, dass das, was wir uns so vornehmen, was wir gerne sehr schnell umsetzen würden, so schnell nicht geht, weil wir immer mit sehr vielen Menschen zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite, wenn wir Radwege bauen wollen, möglicherweise jemanden, der gerne einen Baum retten will. Und ja, Grundstücksverhältnisse. Ich habe hier ein Beispiel aus Rostock mitbekommen für unser erster Teilabschnitt. Radschnellweg mussten wir mit der Deutschen Bahn verhandeln und das haben wir immerhin nach 8 Jahren hinbekommen. Ich meine, wenn wir das alles uns vor Augen halten, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das, was für uns alle leicht und einfach aussieht, nicht ganz so leicht ist. Wie macht man es leichter? Ja, ich würde ganz vieles sofort ändern. Ich, Kanzler sind. Nee, das kann ich auch nicht werden. Ich bin ja Däne. Also von der Warte. Und ich bin ganz zufrieden mit der schönsten Stadt der Welt. Da bleibe ich auch gerne. Und was kann man machen? Ich war im Bauamt unterwegs und da habe ich ein Buch gefunden. Und da stand drauf Stadtplanung 1975. Und in diesem Buch drin war eine Brücke über die Warnow. Und da stand Fertigstellung bis spätestens 1990. Und dann bin ich nach Berlin gefahren zum Verkehrsministerium und habe dort gesagt, ich würde wirklich sehr gerne der Planwirtschaft für die Genossen abschließen und würde mir wünschen, eine Unterstützung zu bekommen. Und die habe ich dann auch bekommen. Das Interessante war nämlich tatsächlich, um so ein Projekt zu realisieren, musste ich auch das Übernehmen der Haftung für das Wasser. Da sind 120 Jahre Industriegeschichte versiegelt und da war ich überhaupt gar kein Freund von. Ich sage, ich bin gerne bereit für all das, was ich mache, die Haftung zu übernehmen, aber nicht das, was 120 Jahre vor mir geschehen ist. Wenn man mir das genehmigt, mache ich das. Der Bund hat mir 80% gegeben, das Land hat mir 20% gegeben. Ich habe also jetzt quasi 38 Millionen für ein Wahnsinnsradprojekt zwischen Kopenhagen und Berlin. Jetzt muss nur noch Rostock ja sagen. Das ist das Verrückte. Okay. Wir haben noch einen Entscheid treffen zu müssen, damit es überhaupt nur gelingt. Aber warum sage ich das? Ich habe in den ersten Tagen als Bürgermeister meinen Senator bei mir im Raum gehabt und dann legte er mir den Radwegeplan von Rostock vor und sagte, wir brauchen dafür 34 Jahre. Sage ich, Holger, pack das Ding ganz schnell weg. Das darf keiner sehen und auch keiner wissen, weil so können wir nicht in... Und
Welche Zeit geben Sie sich? Nee, dann kam er eine Woche später und hat gesagt, 10 Jahre. Okay. Sag ich, Holger, das ist aber auch ein bisschen an der Grenze, wie man in einer Woche 24 Jahre wegschneiden kann. ich sag, ich würde es für ganz gut finden, wenn wir uns auf 4 Jahre einigen. Diese 4 Jahre, ja, naja, nun kommt's. Da muss man sagen, das ist ein bisschen, ich hatte das schon auch vorher aufgeschrieben, was der junge Mann eben sagte, das war schon auch in meinen drin. Wir müssen lernen, uns mit 80% in ganz vielen zufriedenzustellen. Ich erkläre auch gerne in Rostock, was ich damit meine. Wir haben eine Zeitung, die heißt Ostsee-Zeitung. Wir könnten sie kaufen heute und wir würden sie durchlesen und jeder von uns würde irgendwo einen Ort finden, wo ein Komma fehlt. Jeder von uns würde auch einen Schreibfehler finden. Aber was macht die Ostsee-Zeitung aus? Sie ist erschienen. Ja, ganz wichtig, die ist auf die Straße gekommen. Ich konnte die erwerben. Wir planen und wenn wir fertig sind mit Planen, dann überlegen, ob wir es nicht noch besser planen können. Und dann überplanen wir einen alten Plan, wie im Fall von dieser Brücke, über Jahrzehnte planen und diskutieren wir, statt loslegen. Und dann aus 80% Erfahrungen zu sammeln, besser werden, noch ein bisschen irgendwas aufstocken, anders machen, Menschen und deren Wege. Wir haben ja auch Stadtplanung, die ein bisschen schwierig ist. Der Stadtplaner sagt, die Leute sollen so und so gehen und der Mensch läuft so. Also sollten wir ja eine menschenfreundliche Stadt, darum haben wir uns auch beworben, zum Glück auch gerade da wiederum im Bund freundlicherweise die Zusage für Modellstadt Smart City, das ist unter dem Label Smile City Rostock. Und da möchten wir freundliche und lustige Bürger haben und natürlich auch glückliche Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Und da geht Stadtplanung, Mobilität, all das geht da mit rein. Und jetzt kommt es nochmal, also für mich das Entscheidende, weil sehr viel nach Planer immer gerufen wird. Ich möchte Ihnen alle ein Denkbeispiel. Ich weiß, meine Verwaltung ist auch immer ein bisschen knatschig, wenn ich das sage, aber man muss auch mal, wir müssen in einen Dialog reinkommen, wenn wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Also, wenn Sie einen Stadt- oder einen Radwegeplaner einstellen, wann wird er fertig mit Radwegeplanen? Sie überlegen erstmal die Antwort. Wenn Sie einen Externen nehmen und Ihnen sagen, wir haben ein Projekt, wir möchten gerne Radwege geplant haben, Sie kriegen dafür 3 Jahre und 1 Million Euro. Wenn Sie es in 2 Jahren, kriegen Sie 1,5 Millionen. Wann ist der fertig? Jetzt zurück zur ersten Frage. Der Radwegeplaner ist arbeitslos, wenn er fertig ist. Wollen wir überlegen, wann er fertig ist? Also, lass uns doch in ein Konstrukt kommen, in dem wir das Fachwissen aus den Fachämtern nutzen, die externe Leute, die nichts anders machen, einkaufen und dann in die Umsetzung kommen. Das Problem ist, wir bauen uns Struktur. Rostock hat 2400 Mitarbeiter, wirklich für alles, wir können alles Mögliche. Aber ich bin jetzt 1 Jahr Bürgermeister und ich sehe nicht einen richtigen Fortschritt. Mhm. Und ich bin total verzweifelt darüber. Mhm. Also von der, und dann muss ich auch sagen, Fördermittel ist auch schön, mhm, aber es ist so kompliziert. Aber es sind auch andere ein bisschen verzweifelt. Ich muss Ihnen das sagen, es gibt einen Brief der Fahrradinitiative Radentscheid Rostock. Den Brief hat... den haben Sie vorliegen und darin steht, wir vermissen von der Rostocker Verwaltung ein klares Signal, dass es wirklich ernst gemeint ist mit der Fahrradstadt Rostock. Was sagen Sie denen? Genau das gleiche wie uns auch gerade? Ja, weil genau auch diese Initiative immer wieder fordert, dass ich einfach Leute einstellen soll. Und ich auch immer wieder dort mal anbringe, es geht doch um die Umsetzung. Es kann doch nicht sein, dass es das Wichtigste ist, dass wir einen Personalbereich aufbauen. Also ich bin der Überzeugung, man könnte da tatsächlich, ist auch heute mehrfach erwähnt worden, mal aus anderen Ländern und Regionen lernen. Ja, wenn die in Kopenhagen eine Projektgruppe dafür einkaufen und die sind bis die Radwege fertig sind da. Die sind auch in einer ganz anderen Verantwortlichkeit als meine Mitarbeiter. Wenn einer meiner Mitarbeiter krank wird, bisher arbeiten wir ja auch in Ämtern. Ich habe ein Fastlane eingereicht. Also ich möchte, dass die Leute aus verschiedenen Ämtern in diesen Fastlane arbeiten. Wie ist es bisher gewesen? Einmal im Monat treffen die sich, dann sagen sie, der Radweg geht hier lang. Dann sagt das Grünamt, super, da machen wir daneben eine Reihe Bäume. Und dann sagt das Liegenschaftsamt, super, da haben wir Grundstücke. Und das Tiefbauamt sagt, ja, so und so. So, einen Monat später kommen sie zurück am Tisch. Jetzt sagt er vom Grünamt, wir haben es nochmal überlegt, wir brauchen 2 Reihe Bäume. Okay, sagen die, dann rücken wir das Ganze ein bisschen links. Dann sagt er vom Liegenschaftsamt, da habe ich ja gar kein Grundstück. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Kommen wieder in einen Monat und so geht das die ganze Zeit. Gehen wir mal zu Stefan Kutschera, weil der ist nämlich Profi-Raumplaner, Diplom-Ingenieur der Raumplanung. Stefan Kutschera, vielleicht können wir Sie sehen, das wäre schön. Welche Lücken tun sich bei Ihnen in der Planung auf und wie viele Leute sind Sie eigentlich und wie gut sind Sie da eigentlich in Ihrer Abteilung? Also gut sind wir sicherlich schon. Wir sind aber noch natürlich ein paar weniger. Das Thema Radmobilität wird beim Regionalverband Ruhr gerade erst gebündelt in einer neuen Organisationseinheit. Früher war das die Projektentwicklung für
Radprojekte, Radwegeprojekte verteilt auf sehr viele verschiedene Organisationseinheiten im Haus. Da sind die Landschaftsplanerinnen und Landschaftsplaner, aber auch die Försterinnen und Förster dabei gewesen. Wir bündeln das jetzt gerade tatsächlich im Planungsdezernat und haben dort, wir sind dabei, dort ein Kompetenzzentrum Radmobilität einzurichten. In der Tat, wir sind da am Anfang. Wir haben erst 4 Stellen in diesem Radmobilitätszentrum in der Projektentwicklung eingerichtet, werden noch eine Drittmittelförderung bzw. eine Fremdförderung von Straßen NRW bekommen und für die als Auftragnehmer ein Teilstück des Radschnellweges 1 weiterentwickeln. Da kommen noch 3 Kolleginnen und Kollegen zu uns. Aber wir sind wenige und können mit diesen wenigen auch natürlich nicht so viel leisten, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Vielleicht kann ich da noch kurz zu ausführen. Der Regionalverband Ruhr verantwortet ja im Ruhrgebiet die Konzeption überörtlicher Radwege im Alltags- und Freizeitverkehrsbereich. Und er setzt einen Teil dieser geplanten Netze auch selber um. Wir haben 2012 ein Freizeitradwegenetz von rund 840 Kilometern politisch beschlossen bekommen. Von dem können mittlerweile mehr als 3/4 auch durch Radfahrerinnen und Radfahrer genutzt werden. Nicht alle in einer Qualität, wie man sich das aus heutiger Sicht vielleicht wünschen würde. Aber immerhin, sie sind vorhanden. Für den Alltagsradverkehr hat unsere Politik uns 2019 ebenfalls ein Zielnetz beschlossen. Und das setzen wir jetzt gemeinsam mit anderen Stakeholdern in der Region um und sind da natürlich begegnen da vielfältigen Herausforderungen, nicht nur was die Zahl der dafür einsetzbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber Herausforderung ist so ein schönes Wort für Hürden. Welche Hürden machen Sie aus? Also wo muss man dran drehen? Was muss sich ändern? Vielleicht die 3 wesentlichen Schrauben. Ja, ich sehe eigentlich 4. Die heißen Zeit, Geld, Qualitätsorientierung und Veränderungsbereitschaft. Ich fange vielleicht mit der Zeitthematik an. Radwegeprojekte, auch das ist heute Abend oder heute späten Nachmittag ja schon mehrfach Thema gewesen, haben einen fachplanerischen Aufwand. Und der ist nicht wegzudiskutieren. Wir im Ruhrgebiet haben diese einfachen Radwegeprojekte schon umgesetzt. Die Low-Hanging Fruits, das ist von Herrn Randelhoff schon gesagt worden, sind in vielen Stellen schon geerntet. Wir haben jetzt komplexere Projekte mit höherem fachplanerischem Aufwand oder eben auch Eigentumsaufwand. Das hat Herr Oberbürgermeister Marzen gerade schon angedeutet. Wir haben es immer da, wo man es mit der Bahn zu tun hat, wird es oft relativ langwierig. Wir haben aber auch Artenschutzthemen, die mittlerweile uns gerade bei Radwegeprojekten im Außenbereich relativ häufig Schwierigkeiten bereiten, weil wir, wenn wir auf alten Bahntrassen unterwegs sind, unter Umständen dort jahrzehntelange Landschaftsentwicklung schon hinter uns haben, wenn diese Bahntrassen vor Jahrzehnten schon aus der Nutzung genommen worden sind und sich dort eben auch das eine oder andere Tier angesiedelt hat. Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen landschaftsschutzrechtliche Hürden, weil wir eine relativ starke Landschaftsplanung haben. Und das darf man auch nicht vergessen, es gibt Rechtsmittel in Deutschland und die können unter Umständen auch gegen Radwegeprojekte genutzt werden. Gut über. Bitte? Das leitet ganz gut über, weil wir kommen noch zu Felix Weißbrich jetzt. Genau. Ja? Wunderbar. Dann erstmal vielen Dank bis hierher. Und Felix Weißbrich, wir müssen über Pop-up-Bike-Lanes reden. Die einen haben irgendwie, als Corona kam, das Autokino reanimiert oder den Drive-In-Gottesdienst entwickelt. Sie haben Autospuren zu Pop-up-Radwegen gemacht und damit nicht jeden überzeugt, zumindest nicht einen Mann von der AfD. Das haben wir alle nachlesen können. Es gab dann das Gericht, das die Pop-up-Radwege gekippt hat. Haben Sie die Leute überfordert? Waren Sie zu schnell? Kann man nicht hören? Ja, vor allen Dingen haben wir zuerst erstmal Widerspruch gegen den Urteilsspruch eingelegt, die aufschiebende Wirkung aufgehoben damit. Wir sehen selbstverständlich die Rechtsmittel auf unserer Seite. Und ich möchte betonen, wir haben seit 6 Monaten sichere Radwege auf 13 Kilometer Länge in meinem Bezirk. Das war vorher so nicht denkbar und sie werden stehen bleiben. Da sind wir ganz sicher, dass wir es rechtlich gewinnen. Also das bleibt am Ergebnis stehen. Und ob ich Teile der Personen, die meinen, dass mehr Sicherheit für Radfahrende sozusagen eine politische Provokation ist, ob ich die überfordert habe mit den Pop-up-Bike-Lanes, das kann durchaus sein. Aber wenn Sicherheit für Radfahrende überfordert, dann muss ich am Mindset
etwas machen und nicht an der Frage, ob ich gegebenenfalls überfordere, sondern muss ich eigentlich mit Überforderung noch mehr agieren. Da muss ich sagen, gewöhnt euch daran, dass wir die Sicherheit in den Straßen erhöhen. Wenn ihr das als Beschneiden eurer persönlichen Freiheitsrechte empfindet, dann ist das ein Problem, was nicht an den Radwegen und an denen, die sie anordnen, liegt, sondern an denen, die sie kritisieren. Das muss ich an der Stelle schon zurückgeben. Es ist so, die Pop-Up-Bike-Lanes haben provoziert. Sie sind roh in ihrer Bildsprache, sie sind Baustellenanordnungen, es sind Baken, Gelbmarkierungen, Markiergeräte. Meine Leute haben auch erstmal ein bisschen komisch geguckt. Ja, wie haben Sie die gekriegt in der Verwaltung? Ich bin seit anderthalb Jahren Amtsleiter, ich habe zuerst erstmal das Amt restrukturiert. Ha, Herr Matzen, hören Sie gut zu. Ne, so, dann habe ich gesagt, jetzt kommt. Du kommst ja von Oberrhein, also kommst du zurück. Ja, genau. Jetzt kommt's aber. Dann habe ich gesagt, restrukturieren, Abläufe straffen plus ihr kriegt nicht zwei Radingenieure, sondern ihr kriegt 6 bis 8. Davon habe ich jetzt 6 eingestellt. Und übrigens nach den Pop-Up-Bike-Lanes haben sich ganz viele gemeldet, die kommen wollen. Also ne, wer von sich reden macht, der kriegt auch Leute. Und zwar gute und extrem gute, schnelle Leute, ganz schnelle Leute. Und das hat ein bisschen was gebracht. Und dann habe ich ihnen gesagt, wir haben dann am 25. März in meinem Büro gesessen, an meinem wunderbaren Tisch aus Buchenholz aus dem Küstenwald bei Bad Doberan in der Nähe von Rostock, aus meiner Zeit als Förster, da haben wir gesessen. Und da habe ich gesagt, Leute, so eine Zeit wie jetzt, dass wir innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen Radwege im Kilometer- und 10-Kilometer-Bereich bauen, die erlebt ihr als Ingenieure einmal in eurem Leben. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt. Da haben sie ein bisschen geguckt, haben aus ihren Kaffeetassen genippt und haben dann die Planungsunterlagen vorgelegt und habe gesagt, so jetzt ab. Und Urlaubssperre. So, das war dann der Punkt. Und aber alle Wochenende waren so, durften die schon noch machen. Habe ich erlaubt, aber ich habe gesagt, trotzdem will ich nach dem Wochenende auch ein Ergebnis sehen. Nein, wir waren da ganz kollegial unterwegs. Wir haben aber auch schnell was zu Wege gebracht. Und die Motivation war extrem hoch. Ja, aber trotzdem müssen wir zu dem Punkt kommen, dass Stadtplaner manchmal von einigen als weltfremd und irgendwie was wollen die eigentlich angesehen werden. Anderen geht es gar nicht schnell genug, haben wir eben auch gehört. Ja. Wie kommt man aus diesem, also Ärger gibt es eigentlich immer, wie kommt man aus diesen Konflikten raus? Aus den Konflikten kommt man raus, indem man anfängt und indem man gut kommuniziert und indem man die Konflikte aber auch durchsteht. Das Problem mit der langen Planung ist übrigens auch eins, dass man versucht, die Konflikte, die kommen werden, durch Planung zu nivellieren. Ja? Bis hin dazu, dass man überlegt, wie wir eine Lieferzone anordnen und dann genau guckt, welche Sortimente der Gewerbetreibenden dort wann wie angeliefert werden und dann muss man gucken, welche Uhrzeiten und ganz genau und Logistik. Und dann wird eine Planung, die prokrastiniert. Sie kennen das, man macht nochmal was. Man macht nochmal eine Schublade auf, dann kommen die Planer jeden Monat zusammen und haben noch eine Baumreihe entdeckt oder so, ja, dann dauert es ewig. Und die Lösung dafür ist zu sagen, nö, wir fangen jetzt einfach an und wir machen es temporär, wir probieren es aus, das sind nämlich die Pop-Up-Bike-Lanes. Wir setzen das Ding hin, sagen, funktioniert das eigentlich, dann kriegen wir ein blaues Auge bei den Dingen, die nicht funktioniert haben und wir kriegen auf der anderen Seite viel Applaus für die Dinge, die gut funktioniert haben und dann können wir sagen, Mensch, jetzt haben wir eine Erfahrung gesammelt. Übrigens, der politische Widerstand ist in der Zeit schon einmal komplett durch. Die 6 Monate sind ja momentan bei uns vorbei. Wir brauchen noch eine kleine Nachrunde bei dem Urteilsverfahren. Und dann kann man sagen, bei der dauerhaften Umsetzung nehmen wir diesen Praxistest und bauen dann Qualität richtig gut, weil die Qualität, die dann entsteht, ist doppelt gut, weil der Praxistest schon erfolgt ist und wir dann eine schnelle Planung und eine qualitativ bessere Planung haben, die den Praxistest überlebt hat. Nichts ist schlimmer, als eine Planung zu haben, die man jahrelang gemacht hat. Am Ende bleibt doch ein Fehler übrig und der ist dann aber in Beton und Stahl gegossen. Bei Ihnen ist das eher so Learning by Doing, wenn ich das richtig verstehe, ja? Aber was wünschen bei Sie sich? Bei Anordning. Bei ne? Anordning. was Anordnung. Was wünschen Sie sich vom Bund? Ja, das Geld ist schon gut. Geld ist schon gut. Personal wäre gut, dauerhaft. Das wird schwierig mit den Fördermitteln. Ja, genau, dann gibt es immer das Kopfschütteln. Dann wird es kompliziert, ja. Und die Unterlagen sind häufig sehr komplex. Herr Matz hat es ja schon gesagt, ja, dann hat man viel auszufüllen. Dafür habe ich wenig Zeit, ja, weil wir wollen ja Strecke machen. Meine Bürgermeisterin steht auch hinter mir und sagt, mach Meter. Ja, ich sage, ich will ja Meter machen und dann muss ich nicht unbedingt Formulare ausfüllen. Das ist ein bisschen das Problem. Einfachere Formulare, einfachere Förderbedingungen wären für uns hilfreich. Grundsätzlich ist Geld vom Bund sehr hilfreich. Rückenwind vom Bund kann vor allen Dingen dadurch kommen, dass auch die Legislative ein bisschen was arbeitet. Was wir nämlich gerade erleben, ist, dass unsere Pop-Up-Bike-Lanes angegriffen werden und zwar nicht, weil sie temporären Charakter haben. Nicht, weil wir sie angeblich ausschließlich mit der Pandemie begründet haben, was nicht stimmt. Wir haben sie aus den Erfordernissen vor Ort begründet und da sagt das Gericht,
Das ist aber nicht die zwingende Erfordernis vor Ort nach § 45 9.1 nach der Straßenverkehrsordnung, die ihr belegen müsst. Und wenn dieser Spruch durchreichen würde, dann brauchen wir, das sagt das Gericht, die haben nicht ausreichend mit Unfalldaten belegt, dass dieser Radweg an dieser Stelle sein muss. Da müssen wir also unsere Radnetzplanung, auch in Rostock und in allen anderen Städten, gucken, ob wir für all diese Netze an jeder Stelle, ich sage es jetzt mal zynisch, genügend Unfälle vorhaben. Und überall da, wo das leider nicht, also Sie verstehen die Ironie, überall, wo das nicht der Fall ist, würde eine Lücke entstehen. Und das kann es nicht sein. Das heißt, der Hauptrückenwind, der von der Bundesebene jetzt eher in der, nicht weniger in der administrativen, sondern in der politischen Ebene ist, ist eine klare Priorisierung, ein klarer Rückenwind für den massiven Ausbau von Sicherheitsinfrastruktur für die schwächeren Verkehrsteilnehmenden, nämlich Rad- und Fußgehende. Okay, Straßenverkehrsordnung, da sind wir wieder dabei. Dagmar Thume, wenn Sie so die Städter hier reden hören, sind Sie dann eigentlich neidisch? Weil die bauen ja schon, bei Ihnen geht es ja darum, dass noch gar keine richtigen Radwege da sind, oder? Neid wäre das falsche Wort. Ich fühle mich schon etwas fremd, weil die Probleme bei uns ganz andere sind. Und auch in der Argumentation vom ADFC ist mir das zu wenig rausgekommen, sage ich ganz ehrlich. Weil ich bin der Meinung und wir als Bürgerinitiative sind der Meinung, dass der Radverkehr im ländlichen Raum, in so einer Region, wo wir wohnen, in Thüringen, noch ein ganz anderes Potenzial hat, was in den Städten so nicht der Fall ist. Da geht es um Daseinsvorsorge. Da geht es einfach darum, von A nach B zu kommen, mit einem Rollstuhl, zu Fuß, mit einem Rollator, mit Skater, wie auch immer. Bei uns gibt es nur Verbindungen mit Straßen. Und die Straßen haben wir als Menschen so entwickelt, weil es dann eigentlich relativ egal ist, ob ich jetzt 3 Kilometer fahre oder ob ich jetzt 6 Kilometer fahre. Sitze ich einmal im Auto, dann fahre ich schnell in die nächste Stadt. Das Dorf, wo ich dann durchgefahren bin, weiß ich gar nicht mehr, was bietet mir dieses Dorf. Und unsere Dörfer rundherum, die bieten unwahrscheinlich viel Infrastruktur, die aber gar nicht so erreichbar ist für die Menschen. Also da gibt es Gaststätten, da gibt es Sportvereine, da gibt es Fußballplätze, da gibt es Freunde. Aber alles in unterschiedlichen Orten. Alles in unterschiedlichen Orten. Und deswegen sind wir auch nicht mehr da so mit der Orientierung, dass wir unbedingt nur in die nächste Stadt müssen, sondern das Wichtige ist, dass man auf dem Land Radwege baut. Dazu ist es aber auch ganz extrem wichtig, die Kommunen, es muss Leute geben, die Affinität für Fahrradfahren haben, die müssen das Geld haben, die müssen vor allem das Geld für Eigenanteile haben. Und da ist bei uns schon ein Problem bei vielen Kommunen. Ich merke ganz viel Willen. Die Bürgermeister stehen alle hinter unserem Konzept, das ist überhaupt nicht das Problem, aber die können nicht mal den Eigenanteil aufbringen, um jetzt auch im Sonderprogramm Stadt-Land die 10% aufzubringen. Und der wichtige Aspekt in den ländlichen Raum ist, und das sieht man auch an unserem Logo, wir mussten nur mit einem Ort, mussten ein bisschen schummeln, das ist das Hinterrad, aber ansonsten sind wir förmlich prädestiniert, eine Radregion zu werden. Und wir wollen einfach, dass Kopenhagen im ländlichen Raum werden. Einfach mal zeigen, dass man im ländlichen Raum ganz viel bewegen kann, dass man Infrastruktur auch attraktiver machen kann, dass man die Handwerksbetriebe unterstützt, wenn sie Mitarbeiter bekommen, die eben auch mal mit dem Fahrrad fahren wollen. Das sind so viele Argumente im ländlichen Raum, die noch dazukommen, weil wir eben nicht den Fußweg zum Friseur in das Nachbardorf. Wie viel Gehör haben Sie schon bekommen? Wie sind die Reaktionen? Wir unterstützen Ihr Programm. Das haben wir gehört teilweise schon von Fraktionen im Thüringer Landtag. Wir haben das schon von dem Minister für Infrastruktur in Thüringen gehört. Aber jetzt wollen wir was machen. Und dazu brauchen wir noch Unterstützung, weil wir gerne so eine Modellregion werden wollen. Und die könnte dann strahlen, nicht nur über Thüringen hinaus, sondern es gibt bestimmt auch in Deutschland ganz viele Regionen, denen es ähnlich geht. Es ist einfach schwierig für einen ehrenamtlichen Bürgermeister in einem Dorf wie bei mir, diese ganzen Förderprogramme im Blick zu haben, die ganzen Entwicklungen, die ständig um den Radverkehr kreisen, das kriegen die nicht bewältigt. Deswegen habe ich das jetzt eben auch ganz freudig gehört, wenn es solche Vorstellungen gibt, solche Beratungsagenturen den Gemeinden zur Verfügung zu stellen, sei es angesiedelt im Land oder eigenständige Agenturen, die da einfach Kompetenz bündeln.
Planungskompetenz, Kompetenz für Öffentlichkeitsarbeit, mhm, aber auch diese Verwaltungsvorgaben mit aufbereiten können. Da sehe ich unbedingt, dass da was sich tun muss, sonst geht es auf dem Land nicht weiter. Mhm. Die Frau Lambeck schreibt schon mit. Das finde ich schön. Frau Lambeck schreibt die ganze Zeit mit. Das ist sehr, sehr gut. Also, weil wir haben die Punkte, die Planung müssen vereinfacht werden. Also weit davon entfernt, dass alle Kommunen einfach mal anfangen sollen. Planungen müssen beschleunigt. Man muss noch nicht mal immer planen. Aber die Förderprogramme müssen auch offenbar vereinfacht werden. Ja? Na, viele Förderprogramme sind für den ländlichen Raum auch gar nicht geeignet. Also in dem Programm für CO2-Einsparung, da geht es um Mengen von Fahrern. Die kriege ich auf dem Land nicht her. Auf dem Land müssen wir überhaupt erstmal einen Kulturwandel herbekommen. Da sind ja die Menschen gar nicht so fahrradaffin. Wir wollen da ja eigentlich überhaupt erstmal die Menschen dazu befähigen oder überhaupt in die Lage zu versetzen, das Fahrradfahren lieben zu lernen. Erst dann werden sie dann mal in die Städte mit dem Fahrrad fahren und dort die Städte nicht mehr verpesten mit ihren PKWs. Also diese Infrastruktur in der Nähe, im Umkreis, das ist ganz wichtig, damit die Menschen dann auch sagen, okay, jetzt fahre ich dann halt mit dem Fahrrad in die Stadt. Und dann treffen wir uns mit den Städten auch wieder. Okay, dann gehen wir doch mal zu Rebecca Peters und welche Rolle denn eigentlich jetzt der ADFC da übernehmen kann. Der ADFC hat 200.000 Mitglieder, das ist weltweit der größte Verband dieser Art. Wo sehen Sie, Rebecca Peters, ich sehe Sie gerade noch nicht, wo sehen Sie jetzt die zukünftige Aufgabe? Dagmar Thume unterstützen, Fahrraddemos organisieren, was machen Sie? Rebecca Peters ist schon unterwegs zum Demonstrieren. Dann gucken wir einfach mal, welche Fragen es jetzt vielleicht gegeben hat. Fragen wir einmal im Publikum. Gibt es hier? Ah, da ist sie, Rebecca Peters. Wunderbar. Wir haben gerade über Sie geredet. Es geht darum, dass wir schauen wollen, wie der ADFC sich jetzt versteht. Also wir haben von Dagmar Thume gehört, da gibt es noch einiges zu tun. Können Sie sie unterstützen oder sagen Sie, nein, wir müssen einfach bundesweit ganz viel Druck machen und fangen wieder an zu demonstrieren oder sagen Sie, nee, wir unterstützen mal Felix Weißbrich bei seinen Planungen, dann kann er noch mehr Meter machen, was ja von ihm verlangt wird. Ja, guten Abend erstmal, schönen Gruß auch nach Berlin. Das Schöne bei 200.000 Mitgliedern und 450 Gliederungen ist, dass wir kein Entweder-Oder mehr haben, sondern dass wir ein ganz klares Und setzen können und sagen, wir sind da auf allen Ebenen dabei. Wir sind sowohl diejenigen, die weiterhin fordern, kritisch draufschauen und demonstrieren, also keine Sorge an diejenigen, die denken, wir werden jetzt handzahm, weil sie so viel getan hat. Wir werden da auch weiterhin kritisch nachhaken. Sind aber natürlich auch dadurch, dass sich jetzt so vieles getan hat und einiges mehr möglich ist durch vorhandenes Geld, in einer ganz anderen Position und ganz anderen Rolle. Da haben wir uns selber innerverbandlich schon zusammengesetzt und ausgerichtet und haben gesagt, wir haben wahnsinnig gute Voraussetzungen, wenn denn die Verwaltungsvorschriften endlich da sind und das Geld ausgegeben kann für eine Verkehrswende mit dem Fahrrad. Es ist diesbezüglich viel Rückenwind da. Viele Kommunen stehen quasi in den Startlöchern und wollen unbedingt endlich starten und wollen dieses Geld abrufen. Das bedeutet halt für uns, wir haben eine ganz neue Rolle und diese Rolle zielt ganz klar auf diese schnelle Umsetzung, weil niemand möchte dringender diese gute Infrastruktur als wir. Da sind viele dabei, die das wirklich seit Gründung des Verbandes fordern und jetzt endlich in die Umsetzung gehen können. Das heißt, wir werden ganz klar vom Forderer und Kritiker ein Stück weit auch zum Vermittler und Ermöglicher. Wir sind es gewohnt, Konflikte auszutragen. Wir kennen sehr viele Konfliktparteien, die sich immer wieder dagegen stellen. Das heißt, wir sind auch welche, die sehr kontroverse Meinungen an einen Tisch holen können, die sehr untypische Kombinationen zusammenbringen können. Und aufgrund diverser Gespräche natürlich auch in der Rolle sind, da ganz klar vermitteln zu können. Andererseits haben wir natürlich auch unter unseren 200.000 Mitgliedern und diversen Hauptamtlichen wirklich sehr gute fachliche Impulse über alle Ebenen, sei es auf Bundesebene, auf Landesebene, in kleinen wie in großen Kommunen und Städten, die dann auf diversen Ebenen beratend tätig werden können, die sich vielleicht mit Förderprogrammen ein bisschen besser auskennen als ein ehrenamtlicher Bürgermeister, Bürgermeisterin, der oder die diverse Themen bedienen muss.
Und insofern bieten wir uns da jederzeit natürlich gerne an und sind total froh, wenn Kommunen auch auf uns zukommen, die sagen, wir möchten und wir brauchen Unterstützung und in der Rolle sehen wir uns auch. Dagmar Thume, Sie merken sich die Adresse von Rebecca Peters und geben sie mal weiter, oder? Rebecca Peters, sagen Sie uns noch, wo es denn genau hingehen soll. Also was ist ein qualitativ hochwertiges Radwegenetz? Das ist vor allem ein lückenloses Radnetz. Also das kommt natürlich immer drauf an. Gerade in Städten mit einem breiten Querschnitt, die vielleicht auch etwas jünger sind, ist es möglich, ganze Spuren wegzunehmen und also dem Autoverkehr wegzunehmen, den Radverkehr zu geben, um die Konfliktsituationen zu entschärfen. Separierung, soweit möglich, ist immer sehr gut, weil man dann einfach nicht mehr dieses konfliktbehaftete Fahren hat. Man wird nicht mehr zu eng überholt, man hat nicht mehr das Problem, dass man vielleicht zu Fußgehende irgendwo gefährdet, weil man mit dem Fahrrad lieber auf den Gehweg ausweicht oder vielleicht sogar sich einen engen Rad- und Gehweg teilen muss. Das Wichtigste ist allerdings wirklich dieses Netz sicher, attraktiv, schnell und lückenlos zu gestalten, sodass ich nicht mehr mich jedes Mal an jeder Ecke neu orientieren muss, wo denn mein Weg nun weitergeht, wo ich jetzt abbiegen darf, wo ich reinfahren darf, dass ich, wenn möglich, auch nicht Sorge um meine Bandscheiben haben muss, sondern dass auch Radwege die gleiche Qualität haben wie sämtliche Verkehrswege für Autos. Genau, in die Richtung muss es auf jeden Fall gehen. Wunderbar, dann kommen wir doch jetzt mal zu den Fragen des Publikums. Und die erste Frage kommt, braucht die ERA die Empfehlung für Radverkehrsanlagen eine Überarbeitung? Sollte diese als Mindeststandard festgelegt werden? Felix Weißbrich, Sie brauchen das nicht. Ja, am Ende weiß ich das nicht. Es ist momentan nicht mein Haupttätigkeitsfeld, mich um diese Standard zu kümmern. Mein Haupttätigkeitsfeld ist es, den Platz einzunehmen und dann zu schauen, wie wir von diesen ausreichend breiten Spurstreifen, die wir da einnehmen, und das ist ja die Faszination, wenn man die bestehende Infrastruktur des fließenden Verkehrs in einer ganzen Streifigkeit einnimmt, wie wir das mit den Pop-Up-Bike-Lanes gemacht haben, dann stellt man fest, dass bis auf den ruhenden Verkehrsraum, da gibt es die Asphaltabdrücke der Autos, sonst diese Infrastruktur fantastisch ist. Glatt, gut instand gehalten, breit, 3 Meter breit auf einmal, das denken wir ja gar nicht. Ja? Also man sagt, wir gehen in den Straßenraum und da finden wir ja tolle Qualitäten vor. Natürlich muss man die Standards immer weiterentwickeln. Das ist jetzt die Standardantwort, die ich da gebe, selbstverständlich. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist das Prokrastinieren am Anfang, was ich eben gesagt habe, das Vertandeln und Vertrödeln einfach mal anzufangen. Davor gibt es zu viel Respekt. Und dann verliert man sich in den Verwaltungen, in den Fragen, die Sie ja besprochen haben, dann sind die Anträge zu lange, dann traut man sich das nicht, dann macht man nochmal eine Planungsschleife hier, man fängt nicht an. Das ist die Hauptqualität. Ich sage, die Hauptqualität an den Radwegen ist, dass wir sie schnell hinkriegen müssen. Denn ein Radweg, der zwar super geplant ist, aber 10 Jahre, das ist nämlich die Spitze in Berlin, die wir für Radwege brauchen, 2 bis 10 Jahre, dann eben einfach nicht da ist, der ist ein Radweg, der 10 Jahre lang nicht da ist. Und das ist ein nicht vorhandener Radweg, der 10 Jahre ein Risiko für Radfahren aussetzt. Und diese Qualität, 10 Jahre Risiko, weil kein Radweg da ist, das ist ein schlechter Radweg. Mhm. Ja? Kommen wir zur nächsten Frage. Wie bekommt man die Straßenverkehrsbehörden für mehr Radverkehr sensibilisiert? Herr Kutschera. Naja, das ist tatsächlich, die Straßenverkehrsbehörden werden politisch gesteuert. Das darf man nun auch nicht vergessen. Und dieser Wandel im Mindset, der da erforderlich ist, ist bereits mehrfach Thema gewesen. Straßenverkehrsbehörden werden auch in den Städten und Gemeinden politisch gesteuert, natürlich auch im Land. Und ich gehe davon aus, dass jetzt für Nordrhein-Westfalen gesprochen, diese Kommunalwahl, die wir gerade erlebt haben, da doch nochmal einiges in Bewegung bringen wird. Zum einen, weil sie eben passiert ist. Und damit natürlich eine Veränderungsbereitschaft jetzt auch für unangenehme, konfliktreiche Themen, und das sind zum Beispiel auch Umverteilungsthemen von Verkehrsraum, jetzt gegeben ist. Und zum anderen, weil, glaube ich, diejenigen, die sich politisch für Radverkehr engagieren, und das sind jetzt nicht nur die üblichen Verdächtigen vielleicht von Bündnis 90 Die Grünen, sondern auch viele andere, in vielen anderen Parteien gibt es Radverkehrsfans, die tatsächlich jetzt auch politische Erfolge erzielt haben. In der Stadt Essen ist es ganz, ganz bemerkenswert, dass ein Oberbürgermeister, CDU-Oberbürgermeister, der sich sehr intensiv auch für Radverkehr engagiert hat, zumindest jetzt in der Endphase des Wahlkampfes, einen phänomenalen Erfolg erzielt hat. Also es gibt auch aus Münster?
Nee, der kommt aus Essen. Wir kommen mal zur nächsten Frage. Und zwar, Herr Matzen, die Frage heißt, was mache ich bei engem Straßenraum in einer historischen Altstadt? Haben Sie ja. Ja, ohne Ende. Und wir haben ja auch Bereiche, wo tatsächlich auch der Straßenbelag da entsprechend einige hundert Jahre alt ist. Da wird es ein bisschen schwieriger als das eben Gesagte. Da kann man nicht einfach pop-up. Es wird auch, glaube ich, Straßenzüge und Gassen geben, wo man jetzt nicht unbedingt das darauf auslegen muss, am Ende des Tages unbedingt überall einen Radweg zu haben. Vielleicht zielt aber die Frage ein bisschen mehr einfach nur, wo in der Stadt, wo es eng ist. Ja, ich lebe in einem Stadtteil, der heißt Warnemünde und da habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir haben da tatsächlich schon einige Straßen, die könnten wir direkt sperren und zu Zonen des Wohlfühlens, des Smile City Rostock umwandern. Wir haben dort Bereiche, wo wir ganz einfach eine Straße wegnehmen können, aber ich stelle auch fest, wir haben so eine Straße, die geht in Warnemünde rein. Das ist draußen eine Bundesstraße. Also ich bin Däne und nicht so ein Verwaltungsexperte, deswegen ist es wahrscheinlich wieder verkehrt, aber Sie werden die Antwort verstehen. Da darf ich die Straße nicht einfach umwandeln. Da darf ich nicht sagen, hier fahren wir nur Tempo 30, hier will ich Fahrradverkehre. Und gegenüber ist eigentlich der Radweg, nur da darf nicht in beiden Richtungen Fahrrad gefahren werden, weil es nicht breit genug ist und auch Fußgänger da gehen. Und da stehe ich so und denke, da soll ich 250 Küstenbäume fällen, um den Radweg breiter zu machen, statt zu sagen, wir widmen jetzt diese blöde Straße um auf 300 Meter und fahren da Fahrrad und Auto. Und da fehlt es mir wirklich als Mensch aus Nichtpolitik der Verständnis dafür, warum man das nicht einfach tut. Also da steht irgendwo in einem Buch, bumm, was soll das? Also da sollten wir ein bisschen pragmatischer werden und sagen, das kann man doch ändern. Da passiert gar nichts. Und das ist immer diese K.O.-Kriterien, die wir alle irgendwo im Leben treffen. Man muss ganz viel Geduld und Diskussion mitnehmen. Und da, wie gesagt, enge Straßen würde ich, da wo sie nicht notwendig ist für Autoverkehre, auch dann sperren. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber auch das übrigens ganz wichtig in der Debatte. Eben, ich glaube, der beste Argument für einen guten Radweg ist der Radweg, der da ist. Aber auch das ist wichtig, dass wir Mobilität insgesamt ermöglichen. Wir dürfen auch nicht, das sind so ein Kampf immer. Ich habe auch vorher das mal eben so ein bisschen rausgehört, es ist zu viel immer aufeinander losgehen, sondern miteinander losgehen. Und ich glaube, wir können sehr viel mehr erreichen. Die Berliner haben sich mit Sicherheit auf vielen Strecken damit jetzt abgefunden. Das funktioniert gut, dann kann man es da machen. 6 und das finde ich ja genau so. Jetzt haben wir noch eine Frage. Was erwarten Kommunen von Bund? Ich glaube, das haben wir schon sehr stark auch debattiert. Naja, eine Sache hätte ich da wirklich, weil ja. Es eben, ich weiß gar nicht, ob es erwähnt wurde. Ich finde, dass bei manchen der Förderprogramme, die zu komplex oder zu sehr auf irgendwas gestrickt sind, ein bisschen mehr kommunale Selbstverwaltung. Mhm. Also im Sinne von, okay, wenn ihr ein gutes Radwegeprojekt habt, reicht es ein, nicht. Wer ein Radwegeprojekt hat, auf dem weißes Stolzen und mit rechts abbiegende Linksverkehre geregelt werden muss mit grünen Männern, wo man dann denkt, okay, nee, das haben wir nicht. Okay. Also einfach uns die Möglichkeiten geben, selber Projekte einreichen, einfach zu sagen, für diese Region steht so und so viel Mittel zur Verfügung, macht daraus gute Radwege, das wäre ein guter Ansatz. Ist doch ganz interessant, so ein Blick von außen, wenn ich das noch so sagen darf, aus Dänemark auf die deutsche Verwaltung. Wie kann zeitnah das Problem gelöst werden, Radschnellwege zwischen unterschiedlichen Kreisen zu planen und zu bauen? Dagmar Thum, haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht? Radschnellwege zwischen verschiedenen Kreisen? Thüringen hat die Radschnellwege abgewählt, weil da wohl nicht so viele Radfahrer erwartet werden. Was eigentlich schade ist, weil wir die Erfahrung gemacht haben, bei uns gibt es einen schönen Radweg, es gibt viele schöne Radwege, aber der Nessetal-Radweg, der ist auch nicht gebaut worden, weil man Bedarf gesehen hat, sondern der war einfach eine Bahnlinie, die man umgewandelt hat und jetzt fahren die Leute. Aber das ist Freizeitverkehr und uns geht es jetzt hauptsächlich um den Alltagsradverkehr und es sind nochmal wieder zwei unterschiedliche Sachen. Gehen wir mal auch kurz zum Ruhrschnellradweg. Herr Kutschera, wie geht es da voran? Aber mit der Bitte um eine kurze Antwort. Radschnellweg Ruhr ist genau das Thema, das wir heute auch schon mehrfach gehört haben. Die Low-Hanging-Fruits sind geerntet und das, was jetzt bevorsteht, sind vor allem die komplexeren Stellen oder die Qualifizierungsstellen. Und wir haben da mit Fachplanungsvorbehalten zu tun. Wir haben aber auch mit den Stellen zu tun, wo es darum geht, innerstädtische Bereiche, insbesondere zum Beispiel in Dortmund, gerade zu errichten. Wir haben auch immer noch Herausforderungen im Bereich der exakten Linienführung, beispielsweise in der Stadt Bochum, wo da noch Diskussionsbedarf besteht. Also dieses Thema ist eines, das wo noch viel passieren muss. Und auch das hängt wieder daran, dass wir vielleicht manchmal zu sehr nach dem Goldstandard suchen. Auch das ist jetzt schon gesagt worden. Es ist wichtig, dass man erstmal irgendwo Rad fahren kann.
Und dann kann man immer noch gucken, ob man dieses Projekt auf einen Radschnellwegstandard heben kann oder auf andere Goldstandards. Wichtig ist eine Umsetzungsorientierung in der frühen Phase. Größer und befahrbarer werden die Wege später von allein. Okay, erstmal dafür sorgen, dass man Radfahren kann. Das nehmen wir, glaube ich, alle als Botschaft sehr klar mit. Wir kommen zur kurzen, schnellen Abschlussrunde. Klaus Ruhe-Matzen, wann heißt das nicht mehr in Kommunen, wir wollen wie Kopenhagen werden, sondern wie Rostock? 2021, 2025 oder nie? Also es wäre nachvollziehbar mit Kopenhagen, weil sie wollen ja 2025 weltbeste Fahrradstadt sein. Wenn jetzt die deutschen Kommunen sagen würden, wir wollen so wie Rostock werden, wäre es auch okay. Also so schnell werden wir Kopenhagen nicht überholen. Und ich glaube auch eins müssen wir jetzt mal alle verstehen. Eine Mentalität, die über Jahrzehnte im Kopf der Menschen steht, die kriegen wir auch nicht mit gutem Willen in Monate umgesetzt, sondern wir können jeder für uns, glaube ich, unser Leuchtturmprojekt umsetzen. Weil das war eigentlich deine Eingangsfrage, auch braucht man das? Ja, das braucht man. Wir brauchen so Bilder aus Rostock, wo die Leute über die Warnow-Brücke fahren. Wir brauchen Bilder aus Berlin, wo die auf die Pop-Up, also um, dass wir anderen inspirieren, um damit wir Menschen mitnehmen und Menschen sagen, fahrt Fahrrad. Und mein letzter Appell, das solltet ihr echt auch lernen, setzt einen Fahrradhelm auf. Stefan Gutscherra, wie viele Radwegeplaner werden Sie, sagen wir, in den nächsten 4 Jahren einstellen? Ich hoffe, dass wir dann im Bereich Radwegeplanung vielleicht ungefähr 20, 25 Menschen beschäftigen können. Ich glaube, das Thema ist aber nicht nur, wie viel Geld und wie viel Personal haben wir, sondern auch das ist mehrfach angesprochen worden. Es geht um das Mindset. Und auch die Umfrage bei Mentimeter, die Sie im ersten Teil des Abends durchgeführt haben, hat das ja eigentlich gezeigt. Der politische Wille ist immer noch das zentrale Problem. Wenn das Personal fehlt, dass es bürokratische Prozesse gibt, die hemmen, und dass es eben auch eine autofreundliche Rechtsgrundlage gibt, die grundsätzlich auch die Radwegeprojektentwicklung beeinträchtigt, sind ja alles Folgen dieses fehlenden politischen Willens. Wir müssen, ich glaube, der politische Wille, das Momentum ist jetzt vorhanden. Es muss nur jetzt noch in konkrete Gesetzgebung umgesetzt werden. Und dann können auch alle Beteiligten viel schneller agieren, die Ärmel hochkrempeln und auch schneller Kilometer machen. Und zwar auch auf der Grundlage einer vernünftigen rechtlichen Landschaft. Felix Weißbrich, Sie brauchen ja eigentlich wenig, aber Geld braucht nun mal jeder. Wie viel Geld wollen Sie in Berlin pro Kopf im Jahr für Radwege ausgeben? Ich bin momentan eher auf der taktischen Ebene unterwegs, ja, und mit diesen grundsatzstrategischen Fragen beschäftige ich mich nicht. Ich habe mal die Zahl gehört, dass Utrecht 28 Mal so viel ausgibt wie Berlin für Radverkehr. Als Taktiker nehme ich dann einfach diese Zahl, 28 Mal so viel wie jetzt, dann ist es gut. Super, so. Dann können Sie auch Parkhäuser bauen. Habe ich jetzt so aus der Tasche gegriffen. Können Sie auch Parkhäuser für Fahrräder bauen. Begrüßen wir sehr. Dagmar Thume, welchen Satz würden Sie Bodo Ramelow, dem thüringischen Ministerpräsidenten, sagen, wenn Sie ihn treffen? Fängt an mit, Sie müssen bitte in Ihren Kalender eintragen, dass wir im Oktober, wenn das Wetter noch schön ist, im Jahre 2023 eine Feier in unserer Region machen, um unsere Modellregion einzuweihen. Da könne er gleich die ganzen Mitarbeiter mitbringen aus den Landratsämtern, die bis dahin eingestellt worden sind, und auch den Austausch fördern mit den bis dahin agierenden Mitarbeitern der Beratungsagentur. Und das wird bestimmt sehr schön. Er kann dann von Erfurt aus direkt zu uns kommen und bei uns mit den Handwerkern, mit den Gaststättenbetreibern sprechen. Und wahrscheinlich wird er hören, dass es unserer Region sehr gut getan hat. Wunderbar, und wir können auch. Wir könnten als Flächenland Thüringen das auch als eigenständige Sache begreifen, dass wir dafür prädestiniert sind, wo wir doch so gar nicht solche großen Städte haben. Wir sind eigentlich eine Region, wo der ländliche Raum wirklich super von profitieren könnte, und wir strahlen dann auch ins Bundesgebiet hinaus. Sehr schön. Rebecca Peters, Ihre nächste Aktion, die ins Bundesgebiet ausstrahlt. Dieses Wochenende für sichere Schul- und generell Wege für Kinder. Bundesweit machen über 100.000 Städte und Kommunen von 8.000 EinwohnerInnen bis hin zu Millionenstädten mit, weil wir denken, dass Fahrradinfrastruktur nicht nur für die ganz wenigen Mutigen, sondern wirklich für die ganz kleinen, unsicheren bis hin zu den Älteren, die das im Alltag machen, möglich sein muss. Deswegen Bundesaktion in so ziemlich jeder größeren und in vielen, vielen kleinen Städten und Kommunen jetzt am Wochenende.
Und wenn, vielleicht tragen Sie da ja auch vor oder stehen auf einer Bühne, welchen Satz aus der Veranstaltung würden Sie dann heute dort vortragen? Ich fand es ziemlich eingangs vom Herrn Matzen, die wir müssen uns mit den 80% zufrieden geben und können dann immer noch auf 100% aufwerten, wenn es denn dann schneller geht. Wunderbar. Das fand ich. Vielen Dank, Rebecca Peters, Klaus Ruhe-Matzen, Felix Weißbrecht, Stefan Kutschera, Dagmar Thume. Ganz, ganz vielen Dank, meine Damen und Herren. 2023 sind in Thüringen im Bereich Gotha schon die Radwege gut vernetzt, sehr sicher und es gibt eine große Einweihungsparty. Und wir hoffen, dass das so weitergeht. Der Anfang ist gemacht, aber dass sich alle auf den Radwegen sicher fühlen können von 8 bis 88 und dass man dort fahren kann, ohne den Psalm zu singen, der Herr ist mein Hirte. Meine Damen und Herren, das war Hashtag Radnetz 21, Qualitätsradwege für Deutschland, der digital-analoge parlamentarische Abend des ADFC. Ich sage vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört haben, zugeschaut haben, mitgedacht haben, mitdiskutiert haben. Vielen Dank und tschüss.